Ich weiß immer nicht, was man aktuell für Runen spielen soll, jetzt wo die Cookies gechanged wurden. Weil ich weiß nicht, ob die Cookies noch gut sind, ehrlicherweise. Danke an Absolut Techno. Vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass du stark bist. Kannst du einmal zur Probe ins Mikrofon stöhnen? Warte ganz kurz. Ich habe versucht zu rülpsen, aber ich kann leider nicht. Warte, lass mich kurz was trinken. Vielleicht kann ich dann rülpsen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Gib mir noch kurz. Smite? Oh mein Gott, ich hab Smite. Wait. Thank you. Danke, Chat. So. Man konnte den kläglichen Versuch probieren. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich niemand bin, der auf Ansage rülpsen kann. Das ist so ein Skillset, das ich nicht habe. Ich kann auch nicht auf Ansage furzen, zum Beispiel. Das ist so was, wo mich meine männlichen Kollegen immer sehr, sehr aufgezogen haben, dass ich das nicht beherrsche. Also. Auf Ansage furzt das anders, aber das können relativ viele. Also aus meinem Umfeld können das echt viele von meinen männlichen Kollegen. Das ist einfach so ein Skill, mit dem man Frauen beeindrucken kann. Vielleicht läuft es deswegen so schlecht bei mir bisher. Meint ihr, das ist so ein Skillset, das man braucht? Vielleicht bin ich ein bisschen zu unwikingerisch, wisst ihr? So. Ja, safe, das ist ausschlaggebend. Ich denke nämlich auch Martek. Bubbly King, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Können bei mir auch viele weibliche Kolleginnen. Ah, okay. Kani kann das bestimmt. Ich glaube, Kani kann das, ja. Ich glaube, Kani kann alles. Der ist einfach so ein bisschen. Das ist so ein bisschen der männliche Giga-Chat, ist der. So. 1,75 groß. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo, Hantelbank, ne? Und dann also Furzen auf Ansage, Rülpsen auf Ansage. Sehr. Kein Challenger, was glaube ich sehr gut bei den Frauen ankommt, sondern Master Hardstack. Also das kommt glaube ich auch besser an als Challenger. Na, danke an der Tommy. Willkommen. Wenn ich rülpsen muss, na zum Beispiel, wenn ich sehr viel Apfelsaft trinke oder Bier oder so, dann muss ich schon rülpsen. Oder sehr viel halt kohlensäurehaltige Getränke. Ja. Schau mir gerade die World Map an, warst du nicht mal Challenger denn? Ey, ja, war ich. Das Problem ist, also wir müssen das jetzt unbedingt mal ändern, weil das immer nachgefragt wird. Ich war schon mehrfach Challenger in NA. Das Problem ist, dass wir den richtigen Account nicht mehr finden und das nicht reinpacken können. Aber ich war schon mehrfach Challenger in der Nähe, ja. Smooth Operator. Rodrigo Lamuri, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Warst du schon auf der Wiesn? Nee, ich wollte heute gehen, aber ich habe halt eine Grippe bisher. Und am Ende des Tages ist das mit einer guten Gruppe von Freunden. Und da sind so viele Menschen, du wirst ja niemanden anstecken. Also ich bin halt einfach krank. Also ich weiß nicht, was ich habe, aber ich habe irgendwas habe ich. Ich hoffe, dass es kein Covid ist. Aber ich glaube, es ist einfach halt eine normale Grippe. Ich habe ein bisschen Fieber, ein bisschen Gelenkschmerzen. Ich meine, ich hatte gerade auch erst Covid. Warum werden heute keine World-Spieler gesniped? Nein, doch, heute werden auch World-Spieler gesniped. Aber wir haben noch ein Zusatz-Objective. Unser eines Objective ist World-Spieler snipen und unser zweites Objective ist Argorin überholen. Weil Argorin ist aktuell Hardstuck in Diamond 1 und das ist die einzige Chance in meinem Leben, dass ich sagen kann, ich habe eine höhere Elo als Argorin. Und die werden wir verdammt nochmal nutzen heute, Leute. Wenn wir heute einen guten Tag machen, sind wir über Argorin. Ja. Und dann machen wir Smooth Operator an und dann dancen wir an ihm vorbei. Das heißt viel Syndra. Ich weiß nicht, dass ich nur Syndra spielen kann.
Mein Sinnoh ist halt sehr broken, wenn die nicht gebannt ist. Du musst sie halt picken, weil du hast ja auch keinen Pick gegen sie. Das ist das Problem, weißt du? Das ist halt das große Problem an Syndra ist, dass halt die besten Picks, die es geben, die sind, da müsstest du halt entweder Echo OTPen oder Fizz OTPen oder so eine Scheiße. Ich will gewinnen da, ne? Im falschen Moment geflasht, leider. Hat der Mitte gefreest? Nö. Nee. Nice. Okay, got him. Ja, sehr gut. Wäre schön gewesen, wenn ich den Blue Buff. Also, actually, ich habe ihn sogar geklaut, den Blue, oder? Ich glaube, ich habe ihn sogar geklaut. Das ist sogar Best Case. Dass unser Toplaner nicht roam, nicht move, nicht die Wave gut präpariert und dann 1v1 stirbt, ist aber wirklich ein Verbrechen. Also, da musst du so schlecht sein als Toplaner. Like, er wird. Also, das kann ja nicht passieren. Wie kann das passieren, ey? Like, wie passiert sowas? Like, how do you get completely... Und dann danach Insta-Mute. Das ist der Klassiker auf EOWest. Du intest komplett und dann gehst du für den Insta-Mute. Ich liebe das so sehr an EOWest. Das ist einfach so wunderschön zu sehen. Jedes Mal. Ich muss halt wahnsinnig aufpassen wegen Bell-Web-Roms. Wegen Bell-Web-Gangs, meine ich. Wir wollen auf gar keinen Fall sterben halt hier. Aber wenn der halt einfach Flash-Cage macht, bin ich glaube ich einfach tot, ehrlicherweise. Wir sehen sie unter uns. Ich würde schon gerne halt pressuren hier aktuell. Na, ja, wird jetzt einfach resetten, ne? Leider, ja. Er hat auch genug für Lost Chap da. Und es ist eine Cannon-Minion Wave. Das ist, wir kriegen hier nicht mal wirklich was denied. Vielleicht ein Melee-Minion? Ja, ein Melee-Minion. Einmal zurück. Wir kriegen TP-Advantage aber ausgespielt, ja? Du hast deinen ersten Worlds-Teilnehmer gegen dich. Wo? Wo ist mein erster Worlds-Teilnehmer? Wo? Wer hat Worlds-Teilnehmer? Der Weiger? Der Weiger ist doch kein Worlds-Teilnehmer. Das ist einfach Inspire, ne? Smooth Operator. Inspire ist nicht inspired, Leute. Das ist einfach ein EOS-Spieler. He's a smooth operator. Und alle! Smooth Operator. Ist das hier? Nice.
Nein, fuck. Hatte ich Schild ab? Ich hab's gespammt eigentlich. Ich hoffe, ich hatte kein Schild ab. Okay. Das ist die Frage, was kaufe ich als nächstes? Da bin ich mir nicht so sicher. Was ist denn das zweite Item auf Ori aktuell? Das ist natürlich ein sehr großer Kill für ihn. Der hat einen 400 Damage Executor bekommen wegen seiner Stacks. Leider war das auch mein Flash, was natürlich jetzt bedeutet, dass wir defensiv spielen müssen in der Theorie. Was nicht so gut ist. Warwick könnte oben von oben, also das könnte ich hier für Platten spielen. Wenn er mich divet, muss der Shen ulten, weil ich glaube nicht, dass ich das überleben könnte sonst. Ich würde natürlich super gerne jetzt hier individuell erstmal für den Turret gehen, aber ich glaube nicht, dass ich hier darf. Ich darf das nicht riskieren. Du entscheidest zwischen Stormschild und Shadowflame. Ich glaube, aktuell ist Stormschild eigentlich einfach immer besser, oder? Weil es einfach überbufft worden ist von Riot. Ich will es einfach immer besser, das Item. Um ehrlich zu sein. Für unten schauen die Gegner. Wir müssen ein bisschen aufpassen natürlich mit dem Weiger jetzt, weil er schon viel Schaden macht. Und he's a smooth operator. Da-da-da, smooth operator. Okay, schon über unten. Das heißt, theoretisch könnte der Warwick einfach über Mitte laufen. Boy, lebe. Egal, Turret ist da. Ich habe bloß danach gegreedet. Wenn der rauskommt, wäre fein. Ich glaube nicht, dass er rauskommt. Oh, actually. Oh, er überlebt in einem. Kann ich den Warwick killen oder killt er die? Ich glaube, er killt sie, ne? Yep. Nice, immerhin. Mein Storm Surge wird im nächsten Patch genervt. Das heißt, ich glaube, nächsten Patch würdest du nicht mehr Storm Surge auf allem gehen. Aber ich glaube, aktuell ist am besten, oder?
So, go hier unten. Nice. Nehmen wir eine Dauerbeschäftigung für die nächsten Stunden. Ey, willkommen, Chef. Schön, dass du bist bei diesem wundervollen Stream. Ich gehe jetzt Storm Surge into Rabadons, gehe ich hier in der Runde. Und ich glaube, sobald wir Storm Surge Rabba haben, ist also schon sehr hart für die Gegner. Wir gehen hier gerade absolut für die Serienperformance. 10 CS pro Minute, 7 Platten mit First Turret Gold, 5 Kills. Was ist eigentlich der neue Weiger V2 Weiger Build, von dem ich so viel gehört habe? Ist das Winter's Abroad Rush? Ist das richtig? Is this bit the build? Also. No, not risk it. No risk it. Wir haben keine Ult auf Seraquin. Oh mein Gott, ich hab alles verfehlt. Ja. Schönes Movement von Weiger. Mal zurück hier. Okay. Dinky Boy. Hat Serien schon Angebote, weißt du da was? Weißt du, das ist so eine Sache, ich glaube nicht, dass ich das sagen sollte, oder? Ich glaube nicht, dass ich das sagen sollte, ob er Angebote hat oder nicht. Und von wem er Angebote hat. Ich glaube nicht, dass ich das machen sollte. Das ist, glaube ich, nicht cool. So. Also alles nur, ne, um den Marktwert mal zu steigern. Serien hat sehr, 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 sehr viele Angebote rund um die Welt. Der kann praktisch direkt Faker setzen, weil der gerade einen Rough Patch hat. So, Richtung Mitte reinflitzen. Nicht ran, Lana. Warwick, geht er hier vor um? Ja, so wird mir für den vielleicht munkeln. Also was wir hier machen sollen gerade, das geht jetzt sehr langsam. Und der nächste Drake, 2 Minutes? Map? Ich glaube ehrlicherweise, dass alle NNO Prime-Spieler eine Bereicherung für andere deutsche Teams wären, um ehrlich zu sein. Ich glaube, unsere Spieler sind sehr, 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 sehr gut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass Serien, Schlatan könnten auf jeden Fall auch höher spielen. Würde ich sagen. Ich glaube, Lucky ist actually für mich einer der best-improveden Spieler. Der hat auch richtig Potenzial, der junge Herr. Hm.
Keiner stört. Ich hatte aber nur eine 2-Mann-Ulti da. Das war ein sehr guter Shen-Torn. Ein sehr, sehr guter Shen-Torn. War so schnell da. War das ein Fight ohne den Mirko? Okay. Ein Rubber leider. Die kriegen den Tribute und den Drake. Ich nehme halt sehr viel Tankiness. Und ich habe halt 6 von 8 Kills. Wir brauchen noch eine dickere Ult oder meine Rabadons auf der Ult? Aktualisiert sich das Worlds Bingo von alleine? Ja, in der Tat. Wir haben jetzt dann gleich unser Rubber. Das Rubber holen. Das heißt, jetzt haben wir den Big Coronas Damage, ja? Jetzt haben wir den Big Coronas Damage. Hier in Mitte Tier 2 maybe fighten. Nice. Belveth hat Mitte geheraldet. Wir fighten Top Lane. Da sind die ja schneller on the move, ja. Da sind sie schnell on the move. Ich bin aber jetzt da. Und das ist Destruction, ja. Nice, Free Nash. Die hatten beide keine Flashes, man. Let's fucking go, Leute. Gut, gut, gut. Maiga könnte probieren zu klauen, aber wieder geht's wahrscheinlich nicht. Kein Poke, das heißt, wir gehen einfach für Big Bad Boy Burst mit Void Stuff, ja? Ich wäre sehr, sehr squishy mit dem Bild, da müssen wir echt aufpassen drauf. Wir könnten halt von all eine sanfte Windbrise tötet uns. Vielleicht direkt Mitte öffnen. Okay, das ist weg. Das ist Reset Angle. Wenn ich keine Ult habe, sind wir weak. Ich dachte, ich krieg die Sarah Queen rein. Noble Bean, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen, Noble. Schön, dass du da bist. Mhm. Alright, alright. Nur leider, der Weiger ist sehr bald stärker. Also Ori ist so ein insane Scaling Champion. Leute, also ich glaube nicht, dass Weiger da mithalten kann, ehrlicherweise. Ich meine, klar, Weiger scaled sehr, sehr gut, aber ich bin so weit vor ihm. Ich bin so weit vor ihm.
Und jetzt aktuell ist er halt nur tanky. Der ist halt nur tanky. Der hat kaum AP für einen Weiger. Der hat fucking 300 AP Weiger. Der braucht noch zwei Items, braucht den. Oder vielleicht reicht Rubber, aber er braucht auf jeden Fall noch Rubber. Ich finde jetzt Drake und dann Top Tier 1 wäre noch nice. Ich glaube, wir müssen Drake fighten. Aber ist halt 40, ne? Ich versuche einen guten AD Carry Mainstreamer, den ich schauen kann, um mein Gameplay zu verbessern. Es gibt Brülki, es gibt Sola. Es gibt Khan, also viel Glück. Manchmal streamt Upset. Manchmal streamt Reptile. Manchmal streamt Remix oder Rico. Die sind alle gut aus der deutschen Szene, würde ich sagen. Take a moment to absorb. Muss oben sehr aufpassen, die geben Drake, so wie es aussieht. Okay, vorsichtig da, Chef, die kann er überall droppen. Ich will aber nicht pushen, ja. Nice. Schauen wir, dass wir hier nach oben gehen. Ich kann auf jeden Fall Tribbles forcen halt. Wir sind auch gleich Level 16. Das Problem ist halt, wenn der Weiger hier ist, isoliert gegen den Weiger mit 0 MR bei Botplay Watch. Wenn die committen, muss ich TP'en. Die Gegner. Sehen wir Commitment? Noch nicht. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Okay. Ja, Warwick hat auch Barrier benutzt. Hat er geflasht auch? Nee, ne, das war nur Barrier, war das, glaube ich. Komm schon hier noch rein. Ja. Wait. Smart von der Velvet leider. Oh no. Alter, krass ist der. Die sind noch stark, hat noch zwei gekriegt. Da hab ich auch. Hat die Sera geflasht oder habe ich einfach das nicht gecheckt, dass sie da kommen? Hat die da geflasht? Crazy, ey. Die kam so komplett aus dem Nichts gefühlt und ich war dran. Ich hätte zweimal, vielleicht haben sie gerade das Local gedroppt. Nee, der war noch nah genug. Okay. Die Frage ist, was ich als letztes Item bauen soll. Ich glaube, dass hier ein Benji sehr viel Sicherheit geben würde, oder? Ich glaube, Benji sieht hier gut aus. Ich glaube, Cosmic Drive sieht hier auch gut aus. Ich habe sehr, sehr wenig Ability Haste mit dem Bild und man merkt es in der Kombo-Menge. Das heißt, ich glaube, dass dass CDR einen gigantischen DPS-Unterschied machen würde. Das heilt sich halt komplett wieder hoch, das Ding,
Oh no. Risky as fuck, Nash, ja. Und ich hab kein Ult, also wenn die fighten, bin ich so weak in dem Fall. Aber vielleicht schaffen wir ihn davor bursten. Ja, es war ein gut gespielt. Ich bin am Movement Speed und raus da. Wir brauchen CDR dringend hier, um ehrlich zu sein. Wenn das was werden soll. Ich habe einfach zu wenig Cooldowns. Nicht, ne? Ich habe sie nicht weit genug vorbekommen, die Kugeln, leider. Spicy. Ich will nicht flashen für den. Ich meine, ich könnte flashen für den, aber ich glaube nicht, dass es worth it ist. Morbid kann noch kommen. Take a moment to absorb that. Danke an Frozen Eyes. Vielen lieben Dank. Was ist das für eine Musikrichtung? Das ist einfach so eine generische Elektro-House-Techno-Playlist, die relativ beliebt ist auf Spotify. Das ist so ein Musikgenre, wo ich das Gefühl habe, dass das wenige Leute wirklich mögen, aber auch niemand wirklich nicht mag. Das ist so ein, das ist tatsächlich sehr, 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 sehr gut. T-Boot, vielen, vielen lieben Dank dir für die 5. Schön, dass ihr da seid, Leute. Einen traumhaften wünsche ich. Oh, shit. Au, au. Nicht aufs Handy schauen während der Arbeit, ne? Wir müssen ja mal loken mit unserer Ori. Immer aufpassen, nicht aufs Handy gucken. Ich habe immer so Angst, dass irgendwas ist, deswegen gucke ich immer aufs Handy, ne? Ich weiß nicht warum, da mache ich keinen Sinn, ne? Okay, was sind die nächsten Objectives? Das ist schon wieder, also jetzt sind wir wirklich im super late Game angekommen hier. Wenn hier vorne bräuchten wir Vision, wenn. Oh oh. Das war tatsächlich eine 5-Mann-Ult, war. Das war tatsächlich eine 5-Mann-Ult, die von Seraphine-Ult komplett outcountert wurde. God damn, Base. Eine 5-Mann-Ori-Ult sieht man relativ selten. Die Seraphine-W hat mehr geheilt, als ich Damage gemacht habe. Das war eine gute Trap von denen. Die hatten bestimmt hinter uns irgendwo ein Ward. Versucht zu jebaden. Take a moment to absorb this. So. Wir haben bestimmt nicht den Stream geschaut. Leute, man kann nicht hinter jedem Spieler einen Ghoster vermuten, okay? Wenn du mit dieser Angst spielst, dann kannst du nicht spielen, Bruder. Ja. Warum kein Anti-Heal gegen Seraphine? Weil es nicht in meinen Bildpart passt. Wir haben Anti-Heal im Team, aber ich habe halt keinen Slot dafür. Man, was soll ich? Ich könnte Storm Surge für Morellos tauschen, vielleicht.
Alright, ey, Tiefrot, vielen, vielen Dank dir für die Szene insgesamt. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ganz viel Spaß im Stream. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, Tiefrot. Okay. Nice. Don't worry about a thing. 15, wait, 15 sogar schon. Holy shit, danke dir, Chef. Ja, das ist aber super lieb. Willkommen, willkommen. Die nächste Ulti widme ich dir, Tiefrot, okay? Diese Ulti widme ich dir. Bam. Game-winning-catch auf die Seraphine. Free Nash. Die Tiefrot-Ulti. Wenn der Shen stirbt, absolute Katastrophe. Dann kriegen wir gar nichts. So. Auf den Nash gehen als nächstes, würde ich sagen. Okay, die kommen gar nicht. Die können wir helfen. Dann in den Tier 2 Train, aber wir können dann sogar noch wählen. Und vielleicht schaffen wir es sogar noch für den Draken. Weiß nicht. Die Flanke hier anspielen. Wenn die Vision haben. Geile Ult, Bro. Excellent. Der Grund, warum Ori im Late Game auch so stark ist, ne? Das ist der Grund, warum Ori im Late Game so stark ist, weil du einfach deinem AD Carry deinem Ball zuspielst und der mit deinem dicken Ball unterwegs ist und einfach du hast permanent den Movement Speed und permanent die Schilder und dein AD Carry kann einfach über die Gegner drüber laufen. So. Die sind ja voll sauer, hä? Die sind ja mal wieder richtig wütend hier. Komm mal runter, Jungs. Was ist da los? Gib mir doch eure Free LP hier. Was soll denn der falsche Geiz? Was seid ihr denn so? Tiefrot, nochmal mit den Fünfe. Grüß dich. Dankeschön. Der klassische Draven-Spieler. So, wen honoren wir jetzt? Den hier wahrscheinlich. Ich glaube, Shen war am schwächsten, aber der hat auch ein paar gute Plays gehabt. Das ist so schade, dass man nicht 4 honoren kann. Das ist so schade. Mal schau ich das Game an. Der Ori Carry. Da ist er, Buis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich will einmal 9 Honors haben, Ich will 9 Honors haben. Dark Cherry und Autumn Leaf. Vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Hast du eigentlich Bilder von deinem Surferboy mit Holzkette leben? Nee, die Holzkette habe ich ja nur. Ich war ja kein wirklicher Surfer. Ich habe bloß den, weil ich, man dachte damals, dass du mehr Frauen ansprechen kannst, wenn du so ein bisschen wie der washed-oute Beachboy aussiehst. Deswegen hat man so chillige Beachhemden getragen mit Holzketten. Hat aber nicht funktioniert bei mir, weil das Problem war, auch wenn eine Frau dich physisch attraktiv fand, musstest du trotzdem noch mit der reden können. Und das war meine große Schwäche. Das war meine ganz, ganz große Schwäche. Weil ich war ja damals, ich war 2 Meter groß und ich war tatsächlich trainiert. Das heißt, ich kam mit vielen Frauen ins Gespräch, aber ich hatte halt nichts zu erzählen und war echt relativ langweilig, wisst ihr. Dementsprechend hat das nie so gut geklappt. So,
Bei mir hat der Good Look funktioniert. Wenn deine Oma sagt, dass du gut aussiehst, oder deine Mom, das sind nicht die Frauen, die wir gerade werten, weißt du? Sondern es geht da mehr um so ein romantisches Grundinteresse. So. Hättest dir Zaubertricks beibringen sollen. Es gab so eine Show, die habe ich geschaut, weil ich dachte, dann lerne ich, wie man besser mit Frauen auf Frauen zugeht. Die hieß Pickup Artist auf MTV. Aber ich glaube nicht, dass man da wirkliche Skills vermittelt bekommen hat. Damals. Ja, weil, also da wurde so erklärt, also wenn du eine Frau im Club triffst, dann zeigst du ihr praktisch einen Zaubertrick. Ich glaube, da kriegst du, wenn du sagst, ich zeig dir einen Zaubertrick im Club, dann kriegst du erstmal eine Anzeige und ein Pfefferspray ins Gesicht. Danke an Hanna, hier FF14. Final Fantasy 14, so rum. Vielen lieben Dank dir. Wieder gesund. Heute geht's mir sehr viel besser, aber ich hatte immer noch ein bisschen Symptome. Musst mehr auf dein Gegenüber eingehen. Stell dir vor, was interessant an dir ist und stell darin auf eine Frage an dein Gegenüber. Ich spiele 16 Stunden Videospiele am Tag und bin Challenger, Kleines. Möchtest du mal meinen Solo-Q-Rang sehen? Ja. Actually bin ich gerade nur Diamond 2. Das zieht wahrscheinlich nicht so gut. Danke an Baymax für den Support und Lily the Cat. Vielen lieben Dank. Stell dir die Frau gegenüber nackt vor, das reduziert die Nervosität. In welcher Welt sollte das die Nervosität reduzieren, Bro? Like, bin ich irgendwie falsch gebaut oder so? In welcher Welt würde das die Nervosität reduzieren? Danke an Sebi für den Super. Was ist das für ein Call, ey? Sebi, vielen lieben Dank dir. Und danke auch an die Daddel. Willkommen, werte Daddel. Und Nox ist es mit dabei. Vielen lieben Dank dir. Mit der Einstellung rein, was? Auch andere Mütter haben schöne Töchter, dann läuft's, nichts zu verlieren. Ja, das ist tatsächlich was funktioniert, aber irgendwann musst du mit den Frauen sprechen. Das ist das große, weißt du, das ist das große Problem meiner Jugend gewesen. Als ich so 17, 18, 19 war. Ich bin immer mit Mädels auf Partys zusammengekommen, habe mich super verstanden. Und dann hatte ich immer so Kurzbeziehungen, so ein, zwei Monate oder so, weil die irgendwann gemerkt haben, der Kerl hat keinen Charakter, der hat über nichts zu erzählen, der kann nur trinken, ist ja, und Videospiele. Der kann trinken und wait, beep, beep, minus 15 LB Delivery. The fuck is that? Beep, beep. Das ist genau, was man sehen möchte in der Champ Select, Leute. Wenn jemand beep, beep, minus 15 LB Delivery schreibt. Ach du Scheiße. Wir sollten mit dem swappen. Scuttlecrap. I can go... Wait. Oh no, jetzt muss ich AD gehen. Scheiße, ich hasse dort. Azure? Okay, wie spielt man denn Israel gerade? Da hat er mich jetzt kalt erwischt hier gerade. Press the attack gerade? Okay, press the attack gerade ist der Bild des Anscheins. Legend Haste, Cutdown und dann so Secondary. Das scheint der Bild zu sein. Take a moment.
too absurd that I do 80, don't worry, lethal. Ah, no, tank also good. Sehr. Muss gegen Jankos Jungle spielen, irgendwelche Tipps? Invade ihn, kill ihn und schreib Kurva in den Chat. Das kommt gut. Das kommt sehr gut. Ne? Damit hast du ihn direkt an den Nüssen, weißt du? Okay. Wir spielen gegen Chicks hier. Okay. Was würdest du sagen, sind aktuell deiner Meinung nach die drei besten Jungler? Das kommt sehr auf deine Elo an, glaube ich, was die drei besten Jungler sind. Ich denke, dass du in Low Elo oder, also, okay. Mein Gefühl wäre jetzt, dass Udyr wahrscheinlich der beste Jungler ist. Dann Amumu und dann Shyvana, würde ich sagen. Würde sagen Amumu, Shyvana, Udyr. Für niedrige Elo. Für niedrige Elo. Jacob. Was? Wie kann ich denn das verfehlen? Das ist ein bisschen eine Katastrophe jetzt, ne? Traue mich nicht weiter nachzugehen hier. Shyvana siehst du halt kaum noch. Als ich gestern geguckt habe nach Junglern, hatte die irgendwie 5% Pickrate über den Server. Nori, hast du schon mal eine ältere Frau geküsst? Ich meine, wie viel älter? Ich glaube, als ich so 18, 19 war, habe ich mal eine Frau geküsst, die so Anfang 30 war ungefähr. Das war für damalige Verhältnisse, war das alt. So. Dann, mal schauen, was wir hier machen können. Er hat schon ein bisschen... Wir wollen, glaube ich, einfach auf ihn draufhüpfen gleich. Aber er ist halt 2. Ich glaube, ich hatte da ein kurzes Zeitfenster, also so weit vorne stand, wo ich richtig game gehen hätte sollen. Und das Q muss natürlich sitzen. Wir wollen bis Träne kommen und dann instant resetten. Das heißt, wenn wir jetzt einfach die Wave gut pushen und jeden Last Hit bekommen, dann haben wir ihn am Turret. Er muss Last Hitten. Wir können TP aufheben und wir kriegen unseren Tränen-Reset rein. Das heißt, wir hard pushen das Ding jetzt einfach. Nice. Jetzt gehen wir einfach resetten und holen uns Träne. Das ist eine absolute Katastrophe, Botlane. Jetzt können wir uns sogar den TP sparen. Und laufen zur Mitte. Kaiser ist auch ein echt interessanter Champion, finde ich. Ja, ja, wirklich sehr schlecht. Wenn wir Bot TPen können. Es steht 4-0 schon. Und der wird ihm rein pushen helfen, so wie es aussieht. Aber genug gehabt. TP, der muss nicht pushen. Bitte. Dann porten wir zur Lane.
I mean, es könnte alles schlimmer sein, muss ich sagen. Es könnte nur alles schlimmer sein. Das ist kein Weltuntergang, ehrlicherweise, hier alles in dem Game. Bin gemacht vom Viego da, aber leider. Jetzt unser Topliner nimmt ein bisschen Fahrt auf. Das ist huge, nachdem er gerade solo killed wurde davor. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich noch All-In-Power haben, halt auf den Six. Bin mir nicht so sicher, aber wir können einfach pushen und chillen. Gut, pushen wird schwer, ne? Weil er hat halt so viel AOE und ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine mit pushen. Einfach in Ruhe farmen, Q stacken. Und wenn wir mit viel Attack Speed ein Opening sehen, dann können wir schon auf ihn drauf. Wir wollen zu Sheen rushen, wenn es geht. Okay. Nice. Immer schön low halten. 5 zu 2 insgesamt. Dann kann er ihn nicht ganken hier. Das gibt's nicht, Mann. Ich hatte da so viele Chancen für einen Kill. Ne? Oh Mann, ey. Das war miserabel, leider von mir. Das war leider miserabel. Mechanisch. Du hast jeden einzelnen Spell verfehlt. W und Q. Und dann bleibst du AFK stehen in den Gegnern. Na, bat. Der stand melee vor ihm. Oh mein Gott, ey. Ich meine, das W hat einen Hit-Radius von 2 Screens, ey. Wie kannst du denn das verfehlen? Der hat nicht mal Heal gedrückt. Der hat sogar Heal abgehabt. Was ist denn das für einer? Nice, man. Take a moment to absorb that. Is he killed it? Wir haben auch 3 Goobies-Szene. Das Hauptproblem ist halt die super gefeedete Botlane. So eine gefeedete Kaiser ist echt super sketchy. So ein gefährlicher Champ. Was?
Kleine, feine, mittlere Differenzio. Schön vom Scanner aber auch gemacht, da. Noch gut vom Rakan reingemoved. Jetzt kochen wir doch, Team. Jetzt kochen wir doch hier. Heute wird geclimbed. Heute ist unser Ziel, Agurin zu schlagen, Leute. Der hat zwar 4 Tage früher angefangen mit der Season und Challenger Rang 1 immer mehr, aber das kriegen wir doch, oder? Wir müssen nach dem Game mal schauen, wenn wir auf Agurin Watch gehen, wie weit da vorne ist, und dann gucken wir, ob wir den bekommen. Endlich Wochenende. Ist nicht gerade Mittwoch? Ja. Hey, danke für den Raid, Schwesterherz. Ich hoffe, du hattest einen traumhaften. Ah. Morgen ist Feiertag. Das stimmt. Morgen ist Feiertag. Geil. Morgen ist sogar Feiertag. Ihr habt völlig recht. Schade, ich hatte keinen Schienenvorgleiter. Schön unten. Ja, SNK mal ist gestern spät nachts vorbeigekommen und hat nach einem Setup zum Streamen geguckt. Und da kam mein Gästezimmer klatsch zur Hilfe, Leute. Klatsch. Und jetzt ist er schon wieder unterwegs. Der fährt jetzt irgendwie durch ganz Deutschland, dass er von woanders streamen kann. Von irgendeiner LAN. Ich glaube von Primax LAN oder so. Das heißt, da geht er jetzt hin. Als nächstes. Okay. Das W macht keinen Schaden am Min, jetzt nur so als Tipp. Nee, praktisch, ich habe das W geworfen, um meinen Fiend-Proc zu bekommen, damit ich den Ken-Minion last hitten kann, weißt du? Das war die Idee. Ich krieg damit nicht zu viel. Der traut sich nicht zu pushen, das ist huge. Huge, Leute, huge. Was ist mit Ult unten? Nice, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Unser heutiges Ziel ist Master, würde ich sagen. Im nächsten Schritt. Okay. Wovon lebt Karma? Vom Streamen. Das ist SN Karma, der Streamer. Oh mein Gott, ich bin sowas von super cool, Liner. Ich habe meinen Reset nicht bekommen, ne? Da bin ich immer tot. Es lohnt sich auch nicht, da zu flashen oder so. Das große Problem ist jetzt, dass der den kompletten Mid-Turret nehmen kann, wenn keiner covern geht, leider. Also wenn keiner hier hingeht, kriegt der den kompletten Mid-Turret. Please, guys. Don't give. Wir müssen erst oben fighten, I guess. Schöne Rakan. Und er pusht Mitte nicht, er ist dazu geroamt. Das war ein sehr gutes Play. Jetzt ist der nämlich auch einfach tot. Ich kann theoretisch tippen. Ist die Bot mit Dings dafür gehen? Mit Leona kann ich dafür tippen. Ansonsten pushen wir jetzt auf den Mid-Turret, ja? Ich glaube, die Leona ist hier hinter ihm. Da muss er aufpassen. Ich glaube, die ist tatsächlich hinter ihm. Er sollte nichts riskieren. Ist auch so geil, wie schnell man mit Trinity Force pusht, ne? Aufpassen, dass nicht Leona wieder mit ist. Sehr wahrscheinlich, dass die hier ist irgendwo. Damn. Das war sehr bad. Ich habe sie sogar gesehen. Ich wollte sie baiten, aber sie hat Hexflash in den Busch gechannelt und hat mich dann mit einem Hexflash in dem Vision Pocket hier überrascht. Ich habe sie nicht gesehen, leider. Hat sie gut gespielt. Hat dann ein wunderschönes Vision Pocket gefunden. Weil die hat praktisch Hexflash, aber ich habe die Animation nicht gesehen, weil sie hier an diesem Pömpel war praktisch, wisst ihr? Aber ist trotzdem mein Fehler, ne? Ich wusste ja, dass sie drin ist. Sie ist ja davor aus dem Busch gelaufen sogar. Also ich wusste ja, dass sie da ist.
I can't get hauled into Wizard Court again. I don't have a permit for the gun. Killing spree. You have slain an enemy. Take five, everyone. Hang up. That was that was a warning shot. Das trifft uns. Scheint zu laufen, wenn wir hier snipen können. Aber minimal zu früh. Wo wir hier den Turret nehmen können. Das ist immer so, dieser Fork ist immer erstaunlich scary, finde ich, weil das überraschend ist, wie viel Distanz der Jäger überbrücken kann, finde ich. In diesem Shroud. Oh mein Gott, da war ein Ward drin. Ich bin die Stück. Da hat er gewardet. No! Der hat da actually gewordet. Oh, okay. My bad. Ja, sie haben 4-2 oben bekommen. Der hatte da leider gewordet. Ich kann sogar unten jetzt für den Turret gehen. Der ist 6. Also, wir können sie ihn for free abholen. So, Sharplul, vielen lieben Dank für den Support. Ich habe das Gefühl, dass meine MMR irgendwie gar nicht besser wird, by the way. Ich weiß nicht, Also vom Gefühl her wird unsere MMR nicht besser. Desto mehr ich climbe, desto mit niedrigeren Mitspielern spiele ich irgendwie aus letzter Season. Das ist ganz komisch. Die werden immer niedriger und niedriger. Danke an Kevin und John Cena. Vielen lieben Dank für den Support. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ganz viel Spaß hier im Stream. So. Timewaster ist oben. Wir können Mitte reingehen. Wir brauchen als nächstes einfach Mana Mune. An sich, also Ezreal könnte echt eine gute Option für mich Mitte sein, finde ich. Weil der Chimp ist verdammt strong gerade. Ein Spiel mit. Wir können einfach Herald jetzt spielen, würde ich sagen. Glaube ich, also wenn du nicht Yone und Yasuo hast, ist der, glaube ich, der beste AD-Champion für Mitte gerade. Vielleicht Talon sehe ich ab und zu. Talon sieht ganz interessant aus. Hat er genug Pushel-Mitte? Ja, du musst dir den holen, indem du deine 5 Rising Spellcore-Stacks bekommst. Weil dann hast du super viel Attack-Speed und dann kannst du mit den Qs und dem extra Attack-Speed kannst du dann immer relativ gut durchkommen. Aus meiner Erfahrung. Gehen wir hier nach unten. Mir ist Jace im Moment. Ich glaube, Jace war schon sehr lange Zeit nicht mehr gut. Ich glaube, der war sehr, sehr lange Zeit nicht mehr gut, der Jace. Gott, war das close, Mann. Ich habe sogar die Ulti-Sidestep nach. Was er seit in dem Busch schon gewartet hat auf mich. Das ist echt crazy. Oh. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Ich kann Mitte TP'en, theoretisch. Okay. Dass er mal keinen Assist kriegt, ne? Die Ulti hat ihn getroffen, aber ich krieg trotzdem keinen Assist. Kommt der raus? Und
Hätte ich gehen sollen am Anfang, ne? My bad. Mein Damage ist echt gut dafür, dass ich eigentlich so behind bin, ne? Und dafür ist mein Damage echt verdammt gut. Trude wäre halt nice, aber ich glaube, ich kann ihn nicht nehmen, oder? Hm. Wir haben sogar beide von denen getroffen, that's pretty good. Wir brauchen mal wieder Bobre in der Playlist. Ihr braucht Bobre. Wo haben wir Bobre? Ja. Ja, aber ich. Kurva Bobre. Viel Spaß damit. Eine Hommage an die Biber. Oh mein Gott. Wie können wir denn als Israel da den Kennenbenehmen bekommen? Weil, that's illegal. Weil, that's really, really bad. Wenn die jetzt da alle sterben, haben wir ein großes Problem. Nämlich, ihr könnt den Herald noch einmal fahren. Wir haben unten einen Kill gekriegt. Also, zumindest das Game ist nicht gut von mir, aber ich fühle mich irgendwie sehr stark. Wenn man diese Situation ein bisschen besser spielen würde, könnte halt echt was sein hier. Bobre. Der gute alte Bobre, Boys. Kurva Bobre. Können die direkt für den... Also ich meine, Ezreal Mitte müssten wir halt ein bisschen üben. Aber der wäre halt was Erfrischendes. Ne? Der wäre schon was Erfrischendes, finde ich. Dass ich das weder nicht gehittet habe auf den. Was ist das hier? Let's go, Leute. Das ist unser zweites Game, ja. Das ist unser zweites Game. Das erste Game haben wir gewonnen mit einer richtig schönen Ori-Performance. Das zweite Game ist jetzt nicht die beste Ezreal-Performance, leider. Muss man fairerweise sagen. Das ist jetzt nicht die beste Ezreal-Performance bis jetzt. Oh, hey, it's okay, it's okay. Mhm. Zurück, jawohl. Ich hab so das Gefühl, dass hier eigentlich halt so... Oh mein Gott, der Chase, ich bin tot. Der hat mich gleich gesehen, der wird mich einholen, ja. Weil der hat auch das Trinket bisher. Ja, nicht das Trinket, der hat das Blue Smite, oder? Wenn ich das Q getroffen hätte, hätte ich vielleicht hier in dem Busch noch eins treffen können und dann hätte ich vielleicht weggekommen. Wäre sehr, 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 sehr knapp gewesen, aber es wäre vielleicht möglich. Das war so schön von der Kaiser, dass sie da den durchgelassen hat. Der Viego hat echt was Persönliches gegen mich. Egal, wo ich bin auf der Map, die Sau chase mich runter. Er macht da echt gut. Das ist richtig persönlich, ist mein Gefühl. Die haben jetzt eine Menge Poke. Das heißt, unser nächster Halt ist auf jeden Fall BT hier. Wir müssen Mitte halten, wenn da was geht. Der hat keine Ult mehr. Ihr solltet nicht einfach reindriften, Leute. Das ist sehr gefährlich, in den Poke von denen zu eröffnen, in Unterzahl. Langsam runtergepokt, ja, yep. Das ist jetzt sehr gefährlich. Die Kaiser kann hier reingehen. Naja, jetzt gehen wir los. Dann wirst du mal wieder für Rang 1 gehen. Du, also das ist tatsächlich ein sehr großes Missverständnis. Ich spiele gerade nicht, um zu verlieren, Leute. Also ich bin gerade wirklich am Tryharden.
Ich habe eine solide Winrate und bin jetzt auf einem guten Weg nach Master gerade. Also ich spiele tatsächlich nicht, um zu verlieren. Von dem leider. Scheiße. Wir gewinnen den Fight trotzdem, aber das war leider nicht komplett hops genommen, leider. Ich bin echt aber meint ihr nicht, dass Ezreal Potenzial hat? Ich finde, das sieht in Ansätzen hier echt gut aus in dem Game. Ich spiel's halt einfach ein bisschen schlecht hinten raus. Aber ich habe das Gefühl, Ezreal hat legit Potenzial. Lieber Syndra, na gut, in dem Game kannst du nicht Syndra picken, weil wir waren ja fast Full AP ansonsten, weißt du, du musst schon für den Win spielen. Du kannst nicht einfach Full AP gehen. Die sollten die auf gar keinen Fall sterben, aber wir kriegen den Inhalt. Theoretisch können wir auch TP'en, wenn sie wollen. Ich glaube, der TP könnte sogar passen, oder? Diego ist noch tot? Machen wir den nicht einfach in Time? Ich meine, das ist so ein Champion, ich würde den actually gerne trainieren. Das war das ein Risky Nash, ey. Die Frontline wieder rein. Die zwei, der Renekton und der Skarner machen so viel Arbeit hier in dem Game. Die zwei, die carryen eigentlich das ganze Game. Ich muss gar nichts machen. Danke. Also echt stark mit unserer Frontline. Ich glaube, der Skarner war sogar noch ein Ticken besser als der Renekton, ne? Die haben richtig einen aufgespielt. Lukas, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Jetzt können wir wieder mehrere Leute honoren hier. Oh Mann, oh Mann, ey. Renekton, Skarner und natürlich das Uwu E-Girl. Alles absolute Legenden hier auf dem Rift, Leute. Take a moment to absorb that. Okay, wenn wir jetzt noch ein Game gewinnen, sind wir Diamond... Wie viel? Wenn wir noch ein Game gewinnen, sind wir Diamond 1. So, wo ist Argorin gerade? Scheiße, der ist auf dem Winning Streak. Mist, Leute. Mist, Argorin hat einen Winning Streak. Der ist Diamond 1, 42 LP. Er hat gerade 100 Games hat er schon gespielt. Im Gegenzug... Und er hat 51% Winrate. Okay. Im Gegenzug sind wir gerade in Diamond 2 mit 70% Winrate und 45 Games. Also er hat doppelt so viele Games wie wir. Er hat einen 1900 LP Finish und wir sind praktisch fast dran. Ja, zack, zack, zack. One Back Cement. Oh Leute, wir müssen noch die Schiffe kurz einholen, ne? Lasst uns das nicht vergessen, wir haben doch noch ein paar Schiffe im Wasser hier. Das ist schon rough, ja. Das ist so rigged, sein Climb. Der hat Riot, aber ich finde, das ist cool für ihn, ne? Weil das, der hat Riot gibt wirklich alles, dass es schwer ist für ihn. Die geben wirklich alles. So, unser Schiff von Pondium ist da, Leute. Da schauen wir doch mal, was die Regatta mitgebracht hat hier. Tja, das gute alte Pondium. Akali raus hier. Wir haben noch ein Schiff, das in 5 Minuten da ist. Bam. Ha. Profane Wand, Item Level 85. Ist das nicht eine gute Craft-Base für mich? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ist das nicht richtig gut für mich?
Oder ist. Wait, das ist doch voll gut. Jetzt bräuchte ich noch jemand, der sich auskennt damit. Ich kenne mich leider nicht aus. Ich glaube, das ist eine insane Base für mich, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaub, legit, das ist ultra lucky, was da gerade passiert ist. Ich muss picken. So, was nehmen wir jetzt hier? Einfach Syndra Slam hier, ja, oder? Lass uns den Syndra Slam machen. Drittes Game, da darf die erste Syndra kommen, finde ich. Im dritten Game darf die erste Syndra kommen. Wir hatten ja sonst noch keine heute. Oh, ich habe gerade aus Versehen Clip Dead geklickt. Das war nicht, was ich machen wollte. So. Jetzt schicken wir hier einmal ganz kurz einen Shit. Oh no, ich habe nicht dieses nötige Korn für da oben. Shit, was mache ich jetzt? Da machen wir das hier. Also ich glaube, das ist ultra gut für mich. Da kann ich craften mit, für meinen Stab. Ich glaube, das ist super lucky jetzt gewesen. Gute Arbeit, Chat. Gute Arbeit. Müssen wir alles wegmachen. Okay. Alright, so, jetzt gucken wir, was wir hier machen können. Wir spielen gegen Xerath Kaiser. Eine Pauk kommt dieses Mal sogar. Agurin hört ja immer noch das Lied. Das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, Agurins Stream die letzten 4 Tage ist eine einzige Psychose, ist das. Das ist einfach, der hört 36 Stunden am Tag Smooth Operator. Ohne Pause. Der hört durchgängig Smooth Operator. Und seine Twitter-Timeline ist das Allerlustigste. Weil seine ganze Twitter-Timeline ist einfach nur, wie er demotet nach Diamond 2. Warte, ich kann euch das einmal zeigen hier. Das ist wirklich ein Fest für die Sinne. Das ist praktisch seine ganze History, wenn ihr hier guckt. Na? Das ist praktisch jedes Mal nur can win, promoted to Diamond 1 und davor demoted to Diamond 2. Dann hier Tipps über die neue Season. My ear is beeping. Anyone know why? Ja, vielleicht, weil du 36 Stunden Smooth Operator hörst. Dann seine Winratio auf seinen besten Challenger-Champions. Dann wieder ein Aufstieg nach Diamond 1. Gefolgt von einem Abstieg nach Diamond 2. Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Das ist so ein Meme. Danke an The Mad Max. Ich glaube aber auch, dass der aktuelle Patch gar nicht so einfach ist für Agurin, weil Jungle Tanks so gut sind. Und ich glaube, Agurin will keine Jungle Tanks spielen. Weil ich glaube, selbst in High Elo sind die besten Jungler so Sachen wie Udyr und Skarner und so. Vielleicht Jarvan? Ich glaube, Jarvan ist ziemlich gut, aber ich glaube, Udyr, Skarner und so sind extrem strong. Ich meine, eine Sache, die wir uns klar machen müssen, und das ist was, womit ich ernsthaft mit euch reden muss. Ne? Agurin hatte die letzte Season 4000 LP, Leute. Und wenn das euch eine Sache sagen sollte, dann, dass jeder Challenger erreichen kann. Jetzt 100 Games, Hardstack Diamond 1. Ne? Ihr braucht nur Glück. Ihr seid nur in der Losers Queue. Ihr habt nur Pech. Jeder kann es schaffen. Jeder kann Challenger werden. Geht wieder rein ins Rift und spielt eure Games. Und lackt auch mal rein hier. So, okay. Was haben wir denn hier? Syndra ist offen. Die Syndra ist. Ey, Franzi, ich bin wieder über dir. Wie läuft's, ne? Jetzt nicht mehr so gut, ne? Ja, zack, zack, zack.
Danke auch an Mikey für den Support. Kann man Hawaii auch auf Burst spielen? Ja, du kannst ihn auch auf Burst spielen. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar einfach besser ist, um ehrlich zu sein. Ich flitz mal ganz kurz auf die Toilette, Leute, aber ich bin gleich wieder da, ja? Ich flitz einmal ganz kurz auf die Toilette. Howdy, Partners! Habt ihr mich vermisst, ihr Süßen im Chat? Ja, grüß euch, mein Hund! Da gehen wir doch rein in die Solo-Queue! So, wen haben wir denn hier? Nios, Kenny. Sehr guter Top-Laner. BLG Xun China One? Wait. China One? Wait, was ist das für ein krasses Game? Wait. Is this pro player? Is this wait, this game is stacked. Wait, this game is ja völlig stacked. Yanju, Roulette, Gakko. Wait, this is a Hilo game. This is legend Hilo game. Wait, what happened? Wo sind meine Diamond 1 Larrys? Wait, this is legend Hilo game. Wait, what happened? I thought we were having fun here. So. Bin ich jetzt der Diamond 1 Larry oder was? Ah, ah. Mr. Chun! No, my friend! No! You no steal my jungler raptor! No! Ich hoffe, das ist der World-Spieler, aber ich glaube nicht so, wie der geflasht hat. Weil, wenn ein Spieler richtig gut ist, dann wartet er das ab. Also, wahrscheinlich wird es nicht der echte sein, aber vielleicht ist es der echte. Ist sein Account zufällig Level 30? Dann könnte es der echte sein. Der Gallio ist in seinem Element so. Und du, Kollege, kriegst jetzt aber mal das erste Timeout des Tages. Kann einer von den Mods da mal bitte draufhauen? Das ist ja so ein bodenloses Kommentar. Was bin ich lesend? Ja. Um was geht's? Naja, also wenn das der echte Xun wäre, dann ist das der Ersatzspieler von BLG, oder nicht? Ja, das wäre der Ersatzspieler von BLG dann. Wenn es der echte ist. What is missing? Alright, ich weiß nicht, ob ich Lust Chapter überhaupt brauche. Der ist Level 700. Nein! Das ist nicht der echte. Ach, Mann. Aber das ist echt ein verdammt stackedes Game, ey. Not gonna lie. Das ist echt verdammt stacked. Vorsichtig. Gallio ist ein Messing, guys. Ein Enemy has been slain.
Triple Kill. Gallium ist tatsächlich auch ein Chip, den wir uns überlegen könnten zu bannen, weil der, glaube ich, sehr, sehr broken ist gerade. Tatsächlich. Oh mein Gott, really? Ich hätte die Krabbe zu ihm werfen sollen. Schön von ihm gemacht, ja. Und sehr, sehr, sehr strong von Mr. Elemente. Okay. Nö. Warum denkst du, er ist broken? Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatte er die besten Winrates über fast alle Elos. Ich meine, es kann sein, dass er die jetzt nicht mehr hat, aber der hat einfach extrem krasse Stats, der Champion. So. Schade, Mann, ich werfe meine Orbs irgendwo in die Prärie. Nice. Mhm. Und wenn du halt, also zusätzlich ist halt Galio, wenn, weil du spielst ihn ja auf Tank einfach, ne? Also du spielst ja mit Hollow Radiance Rush, diesem Anti-AP Sunfire Item. Und tatsächlich stellt sich raus, dass Galio unglaublich, unglaublich lane-dominant wird mit dem Item. Oh mein Gott, was? Der hat das schon wieder Charge? Ich wollte nur kurz den Minion hochheben. Ich hatte leider noch kein E ab, ansonsten wäre das möglich gewesen. Ich wollte nur kurz einmal den Minion hochheben und entführen. Das war ein dummer Tod von mir. Das war ein dummer Tod, leider. Hm. Ich meine, das ist allgemein ist tatsächlich die Midlane-Meta. Es könnte sein, dass aktuell der effizienteste Playstyle für Mitte Tanks sind. Oder Enchanter. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, ob das eine von diesen zwei Rubriken sein könnte. Aufpassen, der Galio hat Ult noch. Wir müssen oben beim Reinpushen helfen. Okay, das ist ein AP-Galio tatsächlich, also kein Tank. Mhm. Keine Ahnung, wo der ist. Der könnte hochkommen, vorsichtig. Unten ist eine Tragödie. Wir sollten wahrscheinlich eher unseren Draven rumspielen. Nice. Smooth Operator. Smooth Operator. Der Roulette hier, der war Top 10 Jungle, war der. In letzter Season. Der ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Jungler. Der war Top 10, war der. Jetzt kracht der Dash davor, leider ganz knapp nicht erwischt. Okay. Und bald. Wir wollen noch einen Stack, dann haben wir endlich unser Upgrade hier. Und sollte jetzt wahrscheinlich basen. Ich weiß nicht, ob Galio immer noch so gute Stats hat, Leute. Ich habe das jetzt nur, das war der letzte Patch. Ich meine, in dem Patch hat sich viel geändert, aber es würde halt Sinn machen, dass er immer noch broken ist, weil der aktuelle Patch sollte ihm sogar eher geholfen haben, vom Gefühl her. Also ich meine, Galio ist halt ein Champion, der einfach, du kannst halt mit Tankiness sehr, sehr gut arbeiten, du kannst Tank-Items bauen, du hast super viel Utility, du kannst roamen, du hast Wave-Clear, du hast all diese guten Dinge hast du. Was ich am liebsten hier machen würde, wäre Bot einmal roamen.
Es sieht so aus, als würde er das covern wollen. Kann er schon hier sein? Ja, ne? Kann er. Ja, wo der gerade ist, Mitte. Wir müssen noch eine pushen und dann müssen wir schauen. Das Game müssen wir jetzt mal ein bisschen anspannen, Leute. Ne? Wir machen gerne Larifari, ne? Aber jetzt spielen wir tatsächlich mal ein Hylo-Game. Das heißt, jetzt müssen wir tatsächlich mal ein bisschen unseren Fokus auf das Game schwenken. Ist das nicht scheiße? Problem könnte halt sein, dass der mich hier catcht. Da hinten ist oben. Das Exchi-Potenzial sehr huge. Wenn die da ein bisschen nachgehen könnten. Jetzt da oben. So, Roleplay schreiben. Und mal wieder hier die Mitte auspushen. Sehr, sehr gut. Und das ist so geil, wenn ihr Level 9 das Orb gibt, weil viele Leute wissen das nicht. Aber wenn ihr Syndra-Spieler seid, ein großer Geheimtipp für euch, spielt auf jeden Fall, ne, in den Runen die Triple Tonic. Warum? Wenn ihr Level 9 werdet, bekommt ihr die Tonic, das Elixir of Skill. Und das Elixir of Skill interagiert so mit Syndra, dass wenn ihr den extra Skillpunkt bekommt, bekommt ihr 5 ganze Stacks und kriegt damit euer W-Upgrade viel früher. Das ist insane zu haben. So. Nice Steal, wow. Ich hätte wahrscheinlich Bot gehen sollen, ne? Ups. Aber ich hab den Cannon-Minion, okay? Ich hab den Cannon-Minion. Ich meine, das Game sieht sehr over aus für die Gegner jetzt. Wir haben einen super gefeedeten Draven, der einfach über die drüber laufen kann. Vielleicht hätte es gereicht, Ulti. Aber es ist noch Level 1 Ult, also. Und er hat aber W raus. Mit W raus, der Damage ist halt schon sehr viel besser, wenn ihr W raus habt. Hier kommt Johnny, Boys! Zurück Richtung Mitte. Dreamer Go, Doschel Game und Beat Connect. Vielen lieben Dank dir für den Sub. Schön, dass du da bist. Willkommen, willkommen. Was für eine Winrate hast du eigentlich auf Syndra? Das ist mein Most Played Champion auf EU West und ich habe eine Winrate von 90%. Dieser Champion ist unfassbar broken aktuell. Das ist wirklich, das ist ein unfassbar brokener Champion. So. Ja, die BitConnect-Meme kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das war auch so ein Krypto-Scam und da gab es so einen Announcer, der bei so einem Event war und der hat praktisch keine Inhalte gehabt, sondern der hat immer nur BitConnect geschrien, der Kerl. Und das aber immer und immer wieder und so ganz laut. Das ist so ein Meme gewesen.
Worldspieler? Nee, leider ist BLG Xun kein Worldspieler. Dann ist es jemand, der. Ich hatte mich so gefreut am Anfang, dass wir gegen ihn spielen, weil ich habe so einen schönen Flash-Predictor auch gehabt gegen den. Das ist ja beautiful gespielt, aber. Na jo, nee. Irgendwann dann heute mal. Ja, spannend, ob die verfehlten die Gegner oder nicht. Schön, dass du geintet hast. Sonst hätte ich kein Gold gehabt. Wie schön, dass wir beisammen sind. Ich gratuliere dir, mein kleines, für den kleinen Int. Dim, dim. Nö. Danke an Face4K für den Support. Willkommen. Das ist heute verdächtig nett. Ich bin jeden Tag nett zu euch, Leute. Ich bin aktuell voll lieb. Ich war lange nicht mehr. Ich bin richtig lebensfroh und glücklich. Und ich bin komplett nett. Ja. Bring back Toxic Nova. Wait, ich hab die Cam an die ganze Zeit. Ich sitz hier, ich kratz mir an der Nase, ich sitz gechillt in meinem Stuhl, ich hab die ganze Zeit die Cam an. Was ist das für eine Scheiße? Holy shit! So. Ey, komm zurück. Da muss ich aber, wisst ihr, da muss ich so vorgebeugt in der Gamer-Tryhard-Pose sitzen. Ich kann ja nicht chillig auf meinem Stuhl mümmeln, du. Wait a minute. Wie lange war denn die Cam schon an? Eigentlich darf ich hier nicht sein, ne? Nee, ich bin tot. Bin ich? Bist du? Oh, der ist nicht gestorben, Gilly. Dann werde ich jetzt vom Djinn auch noch gegangen. Ja. Die Antwort ist in der Tat ja. Das gibt's doch nicht. Warum haben die denn alle ab? Tötet sie! Tötet Chun! Pack die Daisy aus, Junge! Use! Oh no, die ist nicht ab. Okay, Daisy ist nicht ab. It's all over now. Dann sind die natürlich relativ schwach, die zwei. Also, wenn Daisy nicht am Start ist, sind die natürlich nicht so stark. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Oh oh. Okay, wir haben es getrollt. Nice. 14, 17, die kriegen Drake. Let's fight him. Let's just try. Wir müssen irgendwas probieren, ja. Und das gehen wieder zurück, Chef. Hüpp. Moin! Na? Hast du den Flash nach dem Oh, noch ein Freakill, wie schön. Oh, was? Wer hat ihn gekillt? Der killt mich auch noch, ne? Oh! Holy shit, wenn ich das nicht dodge, dann killt er mich auch noch. Wait a minute, das war really bad für uns. Wir haben immerhin den Drake geklaut mit einem Auto-Attack, was sehr, sehr gut ist. Noah, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen, werter Noah. Schön, dass Sie am Start sind. Meine, wir haben 3 Kills und einen Drake gekriegt für 2. Das ist sehr, sehr gut hinten raus da noch. Immerhin. Ich glaube, der Draven hat auch einen Cash-In bekommen, oder? Ist okay. Ich meine, eigentlich ist unsere Comp ziemlich unschlagbar vom Gefühl. Mal gucken. Gucken, ob wir hier für unten mal schauen können. Ich hab kein TP, gibt er den Mind? The design is right. All I know. Love is a valuable thing. Watch as the pendulum swings.
Richtung Mittelschein her, dann fliege ich mal da fern. Nee. Gucken wir mal, ob wir da eine kleine Ketchup bekommen in der Mitte nicht. Hm, auf jeden Fall den einen Turret oben halt. Warum habe ich nicht Ult gedrückt? Bitte? Warum habe ich nicht Ult gedrückt? Oh, zurück. Wir haben zwei Tier 2 Turrets bekommen, aber wir hätten noch einen Kill bekommen. Wie geht's dir heute so? Actually geht's mir sehr viel besser. Also ich fühle mich jetzt wieder fast gesund. Ich habe noch ein bisschen Grippesymptome. Aber das Fieber ist jetzt weg zum Beispiel. Ich habe mich jetzt halt einfach sehr gepflegt. Ich wollte heute ja eigentlich auf die Wiesen gehen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Weil ich das Gefühl habe, also ich werde immer krank, wenn ich rausgehe. Ich glaube, ich brauche zum Rausgehen, kennt ihr diese großen Kugeln, wenn du so eine Autoimmunschwäche hast? Wo du in so einer, mit so einer großen Kugel rumläufst? Vielleicht brauche ich sowas. Das könnte sehr, sehr gut sein hier. Warte, ich sollte da sein. Nice, jeden Spell verfehlt, trotzdem tot. Excellent. Die sollte auch sterben hier. Aber die innen gerade nehmen. Da wäre noch ein Blue. Sie kann das natürlich sehr hart arbeiten lassen für den Kill, um ehrlich zu sein. Das dauert halt dann sehr, sehr lang. Oder sie kann vielleicht sogar ein Execute bekommen. Kommen sie? Schön. Ist dann gleich auch genug für Rubber. Was? Da wäre noch der Blö, den hätten wir auch gerne. Der kann sich oben einfach zeigen. Ich habe halt fast mein Rubber ready. Jetzt kann ich überlegen, ne? GG. Winning! Leute, 3-0. 3-0, die Jagd beginnt. Wir können heute, wenn wir keinen World-Spieler bekommen, aber wir kriegen jetzt High-Elo-Lobbys gesteckt mit dem Mist zum Anschlag mit Pros. Und wenn wir so weitermachen, dann können wir es tatsächlich schaffen, dass wir Agorin heute einholen. Wir wollen dann Roulette und Yanyu. Also wir haben, das sind insane Mitspieler gewesen in der Runde. Wirklich, wirklich sehr gute Spieler. Das wäre auf jeden Fall auch eine High-Elo-Lobby letzte Season gewesen. Gelatoman, vielen lieben Dank für den Support. So, zack, zack, zack. Dann schauen wir doch mal, was wir hier in diesem wundervollen Game machen können, das jetzt auf uns zukommt. Aber wisst ihr, was wir erstmal machen können und was sehr viel wichtiger ist als alles andere? Richtig, wir können unser nächstes Schiff einholen, meine Damen und Herren. Wir haben noch ein weiteres Schiff. Oh, und das hat eine weite, weite, weite Reise hat das gemacht. Das war nicht irgendwo, sondern das war im fernen Onui. Also wenn das jetzt nicht mal was dabei hat, nicht? Ich spiele so Hardcore, das ist das Scissorin Gauntlet, ist das hier. Das Scissorin Gauntlet. Ich versuche Level 95 zu machen und die Pinnacle-Bosse würde ich gerne alle machen. Schon einen Worlds-Spieler gefunden? Nee, aber schon zwei waren fast Worlds-Spieler. Das Problem ist, dass die alle noch so Low-Elo sind, die Worlds-Spieler. Boah, wenn das eine Necrotic Armor gewesen wäre, ey. Aber actually, Karne ist auch keine schlechte Base. Ich wusste gar nicht, dass man so gute Bases bekommen kann. Wenn ich glaube, ich sollte erstmal noch, also, wait, Valakus? Ist nicht Valakus sogar best in Slot für mich, weil ich den Life Leech brauche für mein, wait, ist das nicht super wichtig sogar?
Spell Suppression? Naja, gut, den Loot können wir uns ja mal anders anschauen. Ich glaube, Legit, das ist insane für mich, Valakos. God damn, Leute, das ist insane. Ihr bringt echt Glück. Ihr bringt echt Glück, ey. Wie so oft. Wie so oft im Leben bringt ihr mir Glück. Gute Arbeit, Chat. Sehr gute Arbeit. So, okay, dann lass uns mal ein bisschen Korn darüber schicken in der Zeit. Wir brauchen alles, was wir haben im Kornspeicher. Und 220 von dem hier. Und davon, wieso? Okay, let's go. Schauen, was die mitbringen können da. That's actually insane stuff. Und jetzt machen wir unser nächstes Game hier. Valakos ist sehr gut, bis du auf Gitarre was mit Leech hast. Ich glaube nicht, dass du in Hardcore Gitarre was spielen würdest, ehrlicherweise. Ich glaube, du opferst zu viel Sicherheit dafür, dass du ein Ein-Button-Bild bist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du das in so einem Solo-Self-Found-Hardcore-Umfeld machen würdest. Das ist natürlich ein sehr, sehr Lazy-Mans-Bild und fühlt sich gut an, aber es ist halt einfach zu unsicher. Du willst einfach einen schönen dicken Evasion ES-Elm haben, damit du die Mastery haben kannst und gleichzeitig möchtest du halt Spell Suppression. So. Wie heißt denn die Playlist von heute? Das ist gerade Saya Jonah, ist das. Den hat jemand aus dem Chat vorgeschlagen, Saya Jonah. Okay, wir spielen gegen Hawaii Pike. Mobilität ist wichtig hier und Range. Lux hat keins von beiden. Wie wäre es mit Lux? Actually, ich würde gerne Victor nochmal probieren. Der ist zwar schlecht gegen Pike, aber ich habe das Gefühl, dass ich Victor beim letzten Mal keine faire Chance gegeben habe. Gara und der humane Spechthund. Willkommen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Ganz viel Spaß hier im Stream. Okay, wir gehen mal die Scaling-Variante und dann Burst-Bild. So. Hast du das TikTok mit Caps und Faker schon gesehen? Nee, kannst du reinposten? Würde ich gern sehen. In 10 Minuten wieder, warum habe ich Victor gepickt? Das hat ja zum Glück jemand gedodged, Leute. Das heißt, vielleicht haben wir den Victor langfristig gedodged. EQHD, Torgallus, vielen lieben Dank euch, Leute. Schön, dass ihr am Start seid. Hey, danke dir, Pur Standort und Mülle. Vielen lieben Dank auch da. Genauso wie der Stefan. Ja, mal gucken, ne? Also ich würd gerne bei dem Gauntlet zumindest Level 95 schaffen. Das wäre schon nice. Gute Midlane-OTP-Champions. Gute Midlane-OTP-Champions. Gute Midlane-OTP-Champions. Akshan ist sehr, 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 sehr gut. Qiyana und Talon waren immer sehr, sehr gut, aber ich weiß nicht, wie die auf dem aktuellen Patch sind. Ich glaube, Galio ist aktuell ein sehr guter OTP-Champion, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Zek ist ein sehr, sehr guter Midlane-OTP, wenn du ihn spielen möchtest. Ich glaube, in die Richtung geht's. Ist Yone gut auf dem... Oh, Yasuo ist auch sehr gut. Yone wird zu viel gespielt und gebannt, aber Yasuo geht meistens unterm Radar vorbei. Sind Worldspieler in der Champions Queue oder warum noch niemanden getroffen? Ich meine, die sind ja gerade erst da und der Grund dafür ist, dass die zu Low Life sind. Zu Low Elo sind. Also die meisten Pros sind nicht hoch genug in der Elo gerade, dass wir sie bekommen können. Weil die gerade erst angefangen haben zu spielen. Es gibt ein paar, die schon höher sind. Ne? Also zum Beispiel jetzt gerade, wenn ihr könnt, es gibt hier diese Liste, warte, ich kann euch die einmal hier zeigen. Es gibt hier diese Liste. Warte, lass uns erst hier Ezreal Mitte picken, wieder. Ich will den trainieren. Ich glaube, Legit, der ist sehr, sehr gut, Ezreal Mitte. Wenn wir den ein bisschen mehr trainieren, hat Potenzial. Was ich sagen wollte ist, es gibt hier diese Liste, okay? Und was ihr auf der Liste sehen könnt, ist, wer gerade spielt. Das heißt, aktuell ist PSG ist in der Queue und ist nicht am Scrimmen. Hanwha Live ist in der Queue, ne, nicht am Scrimmen. BLG spielt Games, ne?
und LNG. Das heißt, das sind die Teams, die wir gerade kriegen können. Und über den Abend sollten das mehr sein, wenn die Champions Queue aufhört und die Scrims aufhören. Aber jetzt gerade können wir praktisch PSG, Hanwha, BLG und LNG treffen. Theoretisch. Das Problem ist, dass, wie gesagt, die meisten von denen sind einfach noch Low Elo Hardstack. So, hier ist der Caps und Faker TikTok als nächstes. Alright. Okay, was haben wir hier? Was haben wir denn hier, Feines? Oh, we get Sari. Ah, what do you think? What do you think? She was quite strong mid. Maybe we start with the middle. Five? Six. Six? Okay. Man hat genau gemerkt, Faker hasst Sari. Er wird sie weiter nach unten setzen, ne? Guter Mann. Oh, Lux. Yes. Oh. Not so strong mid maybe recently. Maybe an 8. Okay. Das ist voll cute, eh? Oh, Corgi. Okay. Where you wanna put him? 3? 3? Corgi ist aber tatsächlich tot genug. Oh, set. Ah. Number 1? What do you think? Maybe 7? 7? Okay. Ja, Zed ist ziemlich schwach aktuell. Ja. Ich glaube, die machen Elawi. Power-Ranking einfach, ne? 10? Maybe a 9? Was kann schlechter als Elawi sein? What do you think? Some Split-Push? Nein. Yeah. Das ist voll cute, hä? Nivea. Nivea ist fun. Some Walls. Ich glaube, 4? 4? In the middle. 2? Ich glaube, Nivea ist besser, aber nicht im Pro-Player. Camille? Die ist gut. A lot of lockdown, some ability. Maybe 2? 2, okay. Syndra? 1. Syndra. I think it should be 1 or 4? 4. Was? Syndra auf 4? Bro! To 1 or 10? Oh. Victor, 10. What do you think? Maybe let's put 1. 1? Victor, 1! Oh. Now we get the last one for 10. Darius? There's 10. Okay. Okay. Nice. We have it. GG. Bro, das ist ja voll cute. Diese zwei awkwarden Dudes, das ist. Ich finde das so cute, ne? Das ist ja richtig geil. Schön. Das ist schön, ne? Da möchte man gerne mal so in die Backe kneifen bei denen, finde ich. Potato on the 1, ja, normale Kartoffel auf die 1. Danke an Doc für den Support, willkommen. Kennt ihr diesen Pepo, der so mit den Händen geschüttelt wird? Das ist das Richtige. Das ist das richtige Emote für den Job. So, wen haben wir hier in dem Game? Aloha LOL. Attila. Attila. Okay. Ich sehe nur Attila. Und wer zur Hölle ist Aloha? Wir werden noch nicht mal in Worlds. Bist du zu viel Level 30 Account? Level 48. Nee, Level 48 ist zu hoch für einen Worlds Player. It's too high. It's too high. Sadly too high, boys. No good. No good. Mr. Aloha. Why are you running? Ja, am Ende leider ein Auto. Schön, Leute. Schon sehr, 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 sehr low hier. Okay, der dodgt oft nicht, der Kerl hier. Da muss man schon genau wissen, dass der Turret hier nicht rauskommt, ne? Das ist natürlich die Kalkulation, die wir hier am Start haben. Zack.
Rio könnte. Die hittet jetzt halt 3 bisher. Die hittet jetzt 3. Und wenn sie für einen Flash Charm Play geht, kann sie uns outplayen. Aber wir könnten auch für ein gewieftes Flash Play gehen auf der anderen Seite. Schade, ich hätte da Flash Q machen sollen, hä? Huh? That's really bad. Don't do it. Please. Please don't do it. Ich habe Familie. Ich habe noch Familie. Down. Please. So. Oh mein Gott, der Dings kam nicht raus. Fuck. Ach, Mano, Chat. Mann, ey, wie kam denn da? Der E hat nicht connected auf das W. Sonst wäre sie tot gewesen. Das war so ein schöner Schachzug, war das. Wir könnten hier für ein Flash-Predict WQ an ihren Flash-Ort gehen. Das Problem ist, dass ich höchstwahrscheinlich sterbe. Uhuhuhu. Arriba! Chris, du siehst sie, bitte, ne? Die hat no Flash. No Flash. 1 HP, no Flash, my friend. 1 HP. Can't kill for free. You just do the 1 auto-attack and she died. Not the 1 auto-attack. Yeah, very well played, my friend. Very well played. I rarely know what I'm looking for, but I really good. Why you no do the 1 out attack? Das ist so, da fragt man sich schon, woran hat's hier lesen, oder? Warum, also der Graves war die ganze Zeit da, sie steht ohne Flash in meinem Turret und der geht Base, direkt neben mir. Der war hier im Busch, war er. Ist einfach Base gegangen, full life. Das wäre ein einziger Hit der Tröte wäre es gewesen für den Kill. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen eine Tragödie, aber die Ari wirkt sehr schwach mechanisch, also da kann man auf jeden Fall Potenzial. Und leider habe ich es auch nicht gut gespielt bis jetzt, aber zumindest haben wir das Potenzial. Und bei Ezreal, das ist halt wirklich, das ist so ein Execution-heavy AD-Carry. Actually, Kreebop kenne ich auch, den Fresh hier. Alright. Oh nein, scheiße. Das kann ich überleben, Lena. Och, Mann, ey. Ich hab bis jeden Spell verfehlt, leider da. Aber ich bin dann natürlich committed, sobald ich treffe. Ich bin leider committed. Nee, ey. Das war ein riesen Upsi. Wave steht auch schlecht. Und das, obwohl wir mit dem Level Lead reingegangen sind in den Trade. Das ist das Hauptproblem bisher. Dass wir reingehen mit dem Level Lead. Der macht wahrscheinlich den Drake gerade, der Viego. Wenn sie da hingehen wollen. Wenn du weiter climbst, bist du bald mit Chef Strobel in der Lobby. Wie meinst du das? Ist der so hoch oder was? Geil, gutes Ding, Chef Strobel. Man unterschätzt die Kraft des Strobels. Der hat jetzt Ulti. Okay, also der spielt sehr kryptisch, die Ari. Die läuft einfach immer nur geradeaus in dem Game hier. Das ist wirklich sehr, 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 sehr komisches Gameplay von ihr. Die versucht gar nicht zu dodgen häufig. Ari gerade hin ist. Hard pushen jetzt einfach kurz die Wave und nehmen wahrscheinlich die eine Platte vom Reset, damit wir Schienen haben. Oh,
Also wenn wir Last hitten könnten. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen Gold dafür. Mit den drei Goops kriegen wir die schnell. Ne? Achtet immer darauf, dass eure Stacks nicht droppen hier. Also dass ihr die so lang wie möglich streckt. Das ist jetzt ein bisschen awkward, ne? Weil ich konnte jetzt hier nicht direkt resetten, weil Shi noch nicht da war, ohne den Pot zu verkaufen. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch eine Wave fighten. Nice. Und dann können wir besen und dann haben wir unseren Shi ready. Hoffentlich findet sie uns hier nicht. Das wäre sehr bitter. Also wenn die das prediktet, sie kann zum Beispiel hier hinlaufen und dann genau hierhin gehen. Und damit würde sie mich auch killen sogar, ne? Sucks. Jetzt ist die fett, die Ari, das gibt's aber nicht. Die ist noch eingekillt. Das ist really good. Okay, wir sind jetzt sehr behind. Nach diesem wundervollen Schachzug. Wir haben nicht mal in Time Mitte gepusht. Das heißt, wir kriegen nicht mal viele Platten oder sowas. Vielleicht können wir die eine Platte nehmen. Sehr, sehr gut. Können wir hier einfach direkt schon mal die Öl runterjagen. Schade, dass ich da nicht den Kuh noch gehittet habe. Okay. Okay, 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 okay. Jedes Mal so viele Mitte, Mann. Okay, 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 okay. Da sind jedes Mal so viele Mitte. Warum sind die so viele? Warum rennst du immer in den Tod? Na, ich versuche halt aggressiv zu spielen, weißt du? Das ist eine Sache, die ich gelernt habe, wo ich sehr in meinem Spielstil umgestellt habe. Und eine Sache, die vielleicht doof aussieht für manche, aber die tatsächlich der Grund ist, warum ich aktuell immer so gut climbe. Und zwar ist die Idee, einfach wahnsinnig overaggressive zu spielen in den Games. Also wirklich extrem overaggressive zu spielen. Unter dem Hintergrund, dass wenn du extrem overaggressive spielst, forst du viele Ressourcen von den Gegnern zu dir, gibst deinem Team die Möglichkeit, mehr auf der Map Zeit zu haben und mehr zu interagieren und gewinnst viel mehr Games als Midlaner. Also ich spiele, wenn ihr meine Gameplay vergleicht von vor ein paar Jahren zu jetzt, Solo Queue ist so viel schneller geworden, ich overforce permanent auf meiner Lane. Weil anders gewinnst du als Midlaner nicht. Und seit ich das umgestellt habe, gewinne ich viel, viel mehr Games auf dem neuen Patch. Weil dieser defensive Playstyle, den ich davor hatte, hat einfach nicht funktioniert. Klar, du wirst stark, klar, du scalest stark, klar, du bist später stark, weißt du? Aber du zu dem Punkt kommst, es sind so viele Games schon vorbei. Das heißt, du musst overaggressive spielen, du musst forcen, du musst Möglichkeiten auf der Map finden. Ansonsten wirst du verlieren als Midlaner gerade. Oder zumindest funktioniert das für mich, ne? Wenn für euch was anderes funktioniert, umso besser. Aber für mich war diese Umstellung ist der Grund, warum ich wieder climben kann. Weil ich hatte ja so einen richtigen Drop mittendrin bisher. Schieße deswegen weniger Xerath. Das ist einer der Gründe, ja. Ich spiele sehr viel weniger von diesen sehr, sehr, sehr langsamen Scalern. Weil die halt einfach nicht zeitgemäß sind.
Und das Problem ist halt, wenn die Erwägung jetzt hier ist. Ich weiß nicht, wo der Mitte gerade hin ist. Hier ist unten. Der Viego von denen macht leider ziemlich solo aktuell. That's okay. Wir stacken jetzt hier immer unseren Attack Speed und dann gehen wir vor und versuchen den Charm zu dodgen. Black is so. Wenn wir nicht dodgen, sollten wir trotzdem fein sein hier. Und wir ihn einfach outdamagen können, solange er isoliert ist. Sind wir immer noch fein. Wenn wir das Q hitten, dann können wir sogar einflashen danach und ihn killen. Bin relativ bald bei Trinity. Oh. Schade. Ich weiß nicht, ob die Ult gereicht hat. Das wäre aber sehr, 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 sehr knapp gewesen auf jeden Fall. Ich würde gerne jetzt nach unten gehen. Der Hawaii sollte Mitte. Nehmen wir nur kurz den Red. Ah, zurück. Also in meiner Elo funktioniert langsam Spiel noch. Wenn ihr niedrig in der Elo seid, dann könnt ihr auf jeden Fall langsam spielen. Ja, 100%. Das ist wirklich nur eine High-Elo-Sache. In High-Elo, ihr seht ja meine Games und du musst einfach proaktiv sein als Midlaner. Du musst forcen, du musst stark anspielen. So anders kannst du nicht gewinnen als Midlaner, finde ich, in Elo. Du musst ein kleines bisschen Limit testen, weil Tempo auf der Mitte ist so unglaublich wertvoll, weil das dir und deinem Team ermöglicht, die Karte zu spielen. Das heißt, wenn du der Midlaner bist, der reinpusht, der offensiv spielt, dann erzeugst du für dein Team so gigantische Vorteile in Hylo. Der sieht allerdings leider nicht gut aus für uns, dann werden wir komplett von den Gegnern überrannt. Wir müssen surrendern müssen. Wir haben so nah am Scale, wir haben gutes Scaling. Ja, an den Fresh werde ich leider nicht rankommen, ne? Das ist actually ein AP-Poke-Kogma, by the way. Das ist kein normaler Kogma, das ist ein AP-Poke-Kogma. Das ist sehr interessant. Wir können jetzt Trinity Force gehen. Das ist die beste Rolle. Könnte ich dir nicht sagen. Also in der Regel kannst du immer die Top-Climber am Start der Season schauen, welche Rollen die spielen. Und dann siehst du meistens. Aber das ist sehr verfälscht in High Elo aktuell, weil super viele Leute Duke abused haben. Das heißt, die haben praktisch sich, weil du, da gab es ja diese Spezialregel und die haben praktisch gewartet mit der Duke und dann halt genau so hoch wie möglich danach reingedut. Oh, halt, das war nicht, was ich brauche. Jetzt wollen wir das hier haben. Okay. Oh, nur noch Mana-Mühlen. Dann sind wir aufgestellt hier. Sieht aber so aus, als würden die für hier unten gehen sogar. Der tut einfach leider, huh? Mein Gott, dass die da nicht gestorben ist. This reminds me of discovering the spirit tomb of Ekron. Mhm.
wird unsere passive Stacken hier. Das ist aber ein sehr gefährlicher Fight, ehrlicherweise. Scheiße, Mann. Dass wir den da nicht bursten können, das ist natürlich eine Tragödie. Wir sind einfach zu schwach gerade, ne? Wir sind zu weit behind. Das ist 17-5. Die haben uns so überrannt, die Gegner hier. Stark. Ist Roar into Seraphs gut auf Veigar? Auf Veigar? Roar into Seraphs? Das klingt schon sehr, sehr langsam. Also wenn du so weit kommst und dann Richtung Richtung Rabadons, dann glaube ich, ist es sehr stark, aber du musst schon sehr auf den Gamefluss achten. Weil wenn, es gibt halt viele Games, wenn du Roar Seraphs spielen möchtest, dann verlierst du halt einfach deinem Team das Game damit. Weil du halt so unglaublich weak bist, Early. Ich verstehe nicht, warum der nur mich blamet. Like, legit, der gegnerische Jungler, alle Lanes sind winning, ich wurde permanent gecampt, er hat nichts gemacht. Der ist nur am flamen. Das ist so typisch EU West, ne? Ich kann doch, also was soll ich denn machen? Der Viego war einfach besser, die Runde. Der Viego war straight up einfach besser als er. Okay. Was ist das hier? Ich habe im letzten Game habe ich plus 20 bekommen. Das ist das Allerverrückteste. Wenn man plus 20 hier kriegt, das heißt, ich kriege in Diamond 2 mehr Minus als Plus wahrscheinlich. Dieser Hard Reset, den die gemacht haben, ist so crazy, oder? Das ist so ein verrückter Hard Reset, den die gemacht haben. Like, einfach alle sind so am Struggeln gerade. Alter, der Viego ist einfach komplett wollen. Nein, boy. Aber schade, dass der Hawaii auch nicht mitgeburstet hat auf den Trash. Das ist sehr, sehr schade. Was sehr, sehr schade ist. Danke an Mr. Lex für den Support. Einen wundervollen. Irgendwas ist auf jeden Fall giga weird resettet worden. Yep. Ist es, ja. Es ist, also die in High Elo haben die praktisch einen Hard Reset gemacht. Das ist, was sich viele Leute in Low Elo oft gewünscht haben. Und das bedeutet, dass alle High Elo Spieler, die über Diamond waren, dieselben Games spielen und dieselben LP Gains haben. Das heißt, wenn du über Diamond warst als Spieler, dann kannst du jetzt plötzlich Games haben, wo du praktisch gegen 5 Challenger-Spieler aus der letzten Season spielst. Und das sorgt für komplette wilde Games. Und die richtig High-Elo-Spieler kriegen nicht mal gute LP-Gains. Ne? Das heißt, jemand wie Agorin, der gewinnt so viel, wie er verliert, in Diamond 1. In Diamond 1. Als 2000 LP-Challenger-Spieler. Das ist so krank. Ich glaube, viele Leute realisieren nicht, wie krank das ist. Fake ist in einem Iron Game, nee, das war eine Fake-Meldung. Das war einfach ein Normal-Game, war das. Das war kein Iron, das war einfach ein Normal-Game, war das. Das haben bloß Leute gesagt, hey, schaut mal, Faker ist in einem Iron Game, weil halt Leute das nicht überprüfen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das so geplant. Meint ihr, das war so geplant von ihnen, der Reset, wie er jetzt funktioniert hat? Ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob die da verkackt haben, einen Zahlendreher drin hatten. So. Dann. Seit wann Plant Riots?
Ich hab keine Ahnung, ey. Aber das ist echt nur. Die Gegner hier zum Beispiel, die sind einfach besser. Die sind einfach besser. So, der Botlane von denen spielt absolut incredible. Der Jungler spielt absolut incredible. Wir werden einfach komplett zerstört, ey. Nicht schlecht. Haben sie denn was anderes kommuniziert gehabt? Nee, sie haben gesagt, dass sie diese Season es härter machen wollen als davor. Sie haben aber nicht spezifisch gesagt, wie sich das auswirken wird und was härter in dem Kontext bedeutet. Das haben sie nicht gesagt. Schade zu früh. Enemy Jungle did quite well. Nee, schreibt einfach nichts, oder? Der ist einfach sauer. Es bringt ja nichts, die Diskussion mit dem zu führen. Ich glaube, mittlerweile ist natürlich abgefahren, ne? Also wir können jetzt nicht mehr gewinnen hier, glaube ich. Leider. Wir können wahrscheinlich den nicht mal killen zu viert. Vielleicht? Noch wird oder so? Warte mal. Vielleicht kommt er raus. Rette ihn, Hawaii! Ja, das ist beim Matchmaking, da passieren einfach sehr, sehr wilde Sachen zurzeit. Aber wie gesagt, es ist, also irgendwie, ich finde es persönlich nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es aber nicht so super schlimm. Weil am Ende des Tages kommt man trotzdem in die Elo, in die man gehört. Du musst halt bloß ein bisschen länger jetzt spielen dafür, damit es funktioniert. Das war genauso geplant. Ich glaube auch, dass sie das geplant hatten. Wahrscheinlich von Anfang an, oder? Die wollten einfach so, zum Beispiel wie in dem Game zum Beispiel. Du hast auf der einen Seite hast du Attila, einen renommierten Pro, und auf der anderen Seite hast du Tinsuil, ne? Ein Low-Master-Spieler, der 49% Winrate hat. Bro. Das ist so wild, ne? Aber man kann einfach besser spielen, Klappe halten, abliefern. So schön gespielt von den Gegnern. Echt. Ich hätte den Thresh auch noch honoren sollen. Die haben echt gut gespielt. Die haben einfach gut gespielt. Let's go next. 3-1. 3-1 stehen wir, ne? 1, 2, 3. Ja, Ezreal Mitte. Ich glaube, der hat Potenzial, aber mein Ezreal ist ein bisschen kacke, ne? Kleines bisschen kacke vielleicht, der Ezreal. Na jo, ne? Burti, vielen lieben Dank für den Support dir. Schön, dass du mit dabei bist. Ich krieg plus 20 und minus 19 in Diamond 2, ja. Der Account war auch, der war Split 1 Challenger und dann habe ich ihn decayen lassen. Das heißt, der sollte praktisch Challenger MMR haben, aber trotzdem kriege ich keine Elo. Aber wie gesagt, das ist ja bei allen so, ne? Du musst halt einfach sehr hustlen jetzt, um zu gewinnen. Du musst sehr, sehr hustlen dafür. Ist doch auch viel interessanter so. Oh, ich bin gar nicht in Queue. Wait, warum bin ich nicht in Queue? Ups. Wie ist denn das passiert? Naja, also ich glaube, also interessanter, ich meine jetzt aus meiner Perspektive finde ich es nicht so schlimm, aber wenn du wirklich tryhardest und grindest und dann bist du... Und dann wirst du so gepunished vom System und du kriegst, also manchmal, du musst es halt mit Humor nehmen. Manchmal hast du Lobbys, die sind einfach nicht gewinnbar. Aber du kriegst auch Lobbys, die können die Gegner nicht gewinnen, weißt du? Das ist halt so eine richtig schöne Gamble-Queue gerade, würde ich es nennen. Du bist so richtig am Gamblen. Du flippst so eine Münze jede Runde. Weißt du, gibt's jetzt endlich schon einen Challenger-Spieler? Ich glaube, so lange hat es noch nie gedauert und ist immer noch nicht ein Challenger-Spieler. Ah doch, das ist der erste. Serin ist der erste Challenger-Spieler. Ha. Huh. Kennt man den? Ne, gute alte Serin. Glaubst du, kommst damit einfach viel besser klar, weil du deine Persönlichkeit nicht über deine Elo definierst? Oh, der alte Frederik hätte da sehr widersprochen. Mittlerweile, weißt du ja, also ich will, mir ist es wichtig persönlich,
dass ich euch ein hohes Level an Gameplay anbieten kann, aber ich bin da nicht mehr ganz so, wie soll man das nennen, wie früher. Also früher war ich halt richtig, also wenn ich nicht Challenger war, habe ich mich schlecht gefühlt. Da habe ich mich wertlos gefühlt. Mittlerweile, solange wir eine gute Zeit haben on Stream, alles easy, ne? Danke an Walle und Dogre für den Support. Willkommen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Ganz viel Spaß. Tada. Mir geht's gut aktuell, ja. Also die Krippe ist jetzt fast ausgestanden. Also heute war ich schon, ich habe mich viel besser schon gefühlt. So, ich hatte noch ein bisschen, kein Fieber mehr heute. Also das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, jetzt bin ich so gut wie durch. Und dann morgen hoffentlich wieder komplett gesund. Was findest du, ist ein guter Picks gegen Lux aktuell? Du kannst Melee-Champions spielen, also sowas wie Fizz zum Beispiel, Yasuo, Yone, Akali, Zed, Echo, Diana, ne? Diese Champions kannst du alle spielen. Ich glaube, wir spielen hier Yone, oder? Wir haben Vel'Koz, Kaiser, Skarner. Ich glaube, wir sollten oh Gott, Syndra, Instalock. Was ist ein guter AD-Champ gegen Syndra? Was ist ein guter AD-Champ? Zed vielleicht, was meint ihr? Aber es könnte halt auch Syndra AD-Carry sein, ne? Weiß nicht, wie gut Zed gerade ist. Ich glaube, Zed ist nicht mehr einfach nicht so gut, oder? Vor allem jetzt in der Tank-Meter. Aber auf der anderen Seite, wenn die jetzt natürlich Jhin plus Syndra nehmen, die sind schon anfällig, die zwei. Also Jhin plus Syndra, die sind schon anfällig. Da könnte sich vielleicht ein Zed ausgehen sogar. Ich meine, ich sehe gerade, dass Zed D-Tier über alle Ränge ist. Aber der wird schon passen, oder? Komm, wir gehen rein mit dem Zed. Komm, wir gehen rein hier. Das passt schon, Burschen, das passt schon. Machen wir das so und so. Zack. Wir können vielleicht auch mit dem Durans early starten, mit dem Schild, aber nur wenn ich muss, ne? Und ansonsten Eclipse, Cyclosword und dann rein ins Edge oder die Cyrildas, ja. Ist Yasuo okay? Yasuo ist okay, auch mit Skarner in der Kombination. Aber mein ich hätte Yasuo wäre eine gute Idee. Sorry, ich hab's nicht gelesen. Das ist eine gute Idee, ja, du hast recht. Kann man irgendwo die Champions Queue verfolgen? Ich glaube, es gibt ein paar Streamer und es gibt auch Leute, die einfach in der Champions Queue mit dabei sind, die ihre Perspektive streamen, aus meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, ob jemand im Chat ein paar Tipps geben kann. Was halten wir von den Yone-Buffs? Also, warum Yasuo und Yone gebufft werden, verstehe ich persönlich gar nicht, aber vielleicht haben wir gerade einen hoffentlich ist dann Ellen wenigstens, wenn wir Teemo sehen. Also, ich meine, der nächste Patch sieht so komisch aus. Kein Udyr-Nerf, kein Syndra-Nerf, Yasuo und Yone-Buffs. Wir können nach dem Game, lass uns mal nach dem Game kurz einmal drüber gehen. Kurz schauen, ob wir einen Chip haben hier, wartet. Hast du das Game gerade gewonnen? Ich habe komplett auf den Sack bekommen. Aber jetzt spielen wir eine schöne Runde Set hier. Also der nächste Patch sieht echt vogelwild aus, muss ich sagen. Wenn ich von Champions Queue halte, die sollen nicht Champions Queue spielen, die sollen gefälligst Solo Queue spielen, damit ich sie snipen kann, die Ratten, Das ist, keine Ahnung, die Champions Queue ist so lame. Das ist, die Pros trollen einfach gegeneinander und memen rum. Keiner nimmt das ernst. Die sollen gefälligst Solo-Queue spielen, damit ich sie snipen kann. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist wirklich völlig un... Also, das muss ja wohl nicht sein. Jetzt mal hier kurz alles rein. Okay. Was trinkst du Schönes? Das ist eine Apfelschorle, ist das. Apfelschorle. Wait. Heathenwood. Okay, ist Game schon ready? Ja. Okay, dann muss ich hier ganz. Jetzt kann ich das Schiff noch kurz losschicken. Ja, fahr da mal hin und bring noch mal ein paar Korn. Ich habe auch kein Korn. Ich mach einfach irgendwie da sowas. Okay, kurz noch das Schiff losschicken. Sorry, Leute, ne? So viel Zeit muss sein, dass das Schiff da einmal fährt und dann können wir uns auf League konzentrieren. Let's fucking go, Leute. Ja, okay, wen haben wir hier? Hey, Agony, die alte Legende. Firefreak, Mia, Rabenstag, okay.
Friendly Teemo. Das war der Tinder-Spieler von letztens, war das. Ist Rune Gauntlet Solo Cellphone Hardcore? Genau, ja. Solo Cellphone Hardcore ist das Rune Gauntlet. Mhm. Ja. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir machen können. Du. Okay. Ich muss nachher meinem Bruder unbedingt noch antworten, sehe ich gerade. Wieso nicht den grünen Stark statt 3? Der grüne Trank, wenn du den kaufst, gibt dir praktisch nur 2x 100 Leben. Und die Health Potions geben dir 3x 120. Das heißt, wenn du den grünen Potsch kaufst und du bist in einem Poke-Matchup und Syndra poke dich ja aus der Lane als Zed, dann hast du praktisch, wenn du den grünen Pot kaufst, 160 Leben weniger. Und dieser Unterschied, also diese 160 Leben können tatsächlich lane-entscheidend sein. Weil du musst jeden, also im Early Game, wenn du Zed spielst, musst du um jeden Last Hit kämpfen in der Regel, weil der sehr, sehr schwach ist auf den Early Levels. Das heißt, du möchtest praktisch von so viel Heal Value wie möglich haben. Mm-mm. Und du kannst natürlich sagen, aber den grünen kriegst du ja dann immer wieder. Ja, aber du willst ja nicht basen, sondern du willst ja so viel wie möglich halt Farm bekommen. Und du musst Leben opfern für den Farm, weißt du? Wieso 160? Naja, der grüne Pot sind 2x 100 und die roten Pots sind 3x 120. Das heißt 360 Leben gegenübergestellt 200 Leben. Und das ist halt... Also... Ist das ein huge Fehler für den Ken-Minion? Da habe ich sie schon gierig auf den zulaufen sehen, auf den Ken-Minion. Da wusste ich schon, jetzt wird da reingestrudelt. Oh, Skarner tot, Botlane in Gefahr. Können wir da gleich noch helfen kommen? Ich meine, die sind sehr deep, die Gegner, ehrlicherweise. Ich eile sie. Das sieht doch noch ein paar Knusprigen aus. Schaut nicht aus. Sag doch mal, Jungs. Gucken wir doch mal, was passiert, wenn hier der Zed einmal vorbeikommt. Nice. Back to base we go. Let's go. Hundert bei uns. Und der Stats ist mit dabei. Willkommen, Leute. Das schmeckt so sehr als mit Lena. Ich liebe das immer. Wenn du so einen random Roam machst und dann kriegst du einfach zwei saftige. Game over? Noch lange nicht, Leute. Aber das ist jetzt, was das Wichtige ist halt, dass wir uns damit höchstwahrscheinlich auf der Lane Push generieren können und nicht mehr so unter Druck gesetzt werden für eine Weile. Bisher. Das ist das Coole, wenn ihr diese Early Kills bekommt. I'm listening. Machen wir hier rüber. Können wir da warden? Mist, leider Third Range. Zum Glück ist der Graves nicht da. Die gibt uns den einen Minion da mit immerhin. That's pretty good. Ich möchte invaden, aber ich weiß nicht, ob wir invaden können, ehrlicherweise. Das ist schon risky. Jetzt hier für ein Invade zu spielen. Müssen wir einmal raus. Sehr, sehr schlechtes W von mir da. Wir müssen mindestens sie ein bisschen hitten. Aber dieser Double Buff gibt uns jetzt halt super viel Stabilität hier early, ne? Hat leider nicht gereicht, weil ich den einen Shuriken nicht connected habe. Ansonsten, wenn es hittet, der Shuriken, dann kriege ich noch den Empowerten auch noch. Oh mein Gott, ich dachte, ich hitte 6. Ah, oh, es war noch ein Minion mehr. Schade, Mann. Ah, oh, ich dachte, ich hitte. Ich dachte, just hit, guys. Just hit, boys. Bleibt sie? Hat sie noch DP? Tradition has survived.
Und die hat sogar noch TP ready. Ey, vielen lieben Dank dir. Dankeschön. Ja, geh noch einmal kurz zurück. Die hält uns zumindest nicht auf hier. Das ist doch schon mal huge. Ja, genau. Warte, jetzt muss ich einmal ganz kurz muten, weil ich muss noch kurz, ganz kurz was meiner Mom sagen. So, tschüss, da bin ich schon wieder. Wir haben eine Wave verloren. Dass wir sie da nicht kriegen, ist sehr, sehr schade. Muss ich sagen. Lippenleser, go. Und das war nichts Spannendes, Leute. Ich muss bloß ein paar Steuerformulare zusammensammeln. Das war wirklich nichts Spannendes. Ich muss euch enttäuschen, mein Leben ist nicht so spannend. Mein Leben besteht aktuell daraus, dass ich spiele 8 Stunden League mit euch hier, dann spiele ich 3-4 Stunden Perfect Exile und dann schaue ich eine Serie in der Nacht. Das ist mein Leben gerade. Ich muss ein bisschen meine Grippe auskurieren bisher. So. Okay. Hm. Theoretisch könnten wir hier für eine Winkelöhr-Kombo gehen. Nein, schade. Ah, der Shit ist genau in der Sekunde ausgelaufen. Welche Serie? Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf. Das ist eine sehr komische Serie, okay? Schaut mich nicht so an. Ich schaue zum ersten Mal einen Anime. Ich schaue Jujutsu Kaisen, Leute. Das ist, es ist nicht schlecht, okay? Ich weiß nicht, warum. Ich habe dann angefangen zu schauen. Dann dachte ich mir, ne? Und dann jetzt habe ich einfach, ich habe irgendwie 16 Folgen oder so gebinged. Ich habe einfach 16 Folgen gebinged. Ich bin jetzt gerade, Leute, die Nummer 1 ist niemand, also der Panda, ne? Der Panda geht ja komplett ab, du. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber der Panda ist der Main-Charakter. Ich bin gerade gestorben, weil ich über den Panda rede, Bro. Ich habe gar nicht auf meinen Bildschirm geguckt. Oh Mann, ey. Gibt's doch nicht. So. Aber woher soll man denn auch wissen, dass der in dem Busch da kämpft? Komm, Moment. Oh, Skarner, der wird zum Glück im nächsten Patch genervt, ey. Das ist auch ein krasser Champion. Der Movement King. Let's go. Ja, also ich bin aktuell ein wenig süchtig bisher. Theoretisch schon mit den Djinn. Oh mein Gott, der ist gar nicht gut. Den auch noch ab. Was eine Legende, ey. Kannst du eigentlich Syndra mit deiner Ulti dodgen? Das kommt drauf an, wie viele Bälle liegen von Syndra tatsächlich. Und zwar hängt es damit zusammen, dass die Syndra-Bälle fliegen nacheinander. Und es ist praktisch so, dass die Bälle, also es kann praktisch so lange dauern mit den Bällen, die fliegen, dass deine Ulti-Animation nicht ausreicht, um alle Bälle zu dodgen. Ja. Ladies and Gentlemen, we got them. Ich weiß nicht mal, warum ich den binge bisher. Die erste Folge war so lala, ne? Und dann dachte ich mir, okay, dann schaust du noch die zweite Folge. Dann war die zweite Folge so, und dann vielleicht schaue ich noch die dritte Folge bisher. Und dann die dritte Folge, und dann vielleicht schaue ich noch die vierte Folge. Ich meine, der irgendwann muss er ja losgehen bisher. irgendwann muss er ja losgehen. Und jetzt habe ich irgendwie 16 Folgen geguckt, Aber Set spielen kann ich trotzdem nicht. Goddammit. Sollte das nicht meine Sinne geschärft haben hier. Okay. Der Pumpkin. Actually ist das, wir müssen hier, was bauen wir für ein Bild, Leute? Sollen wir Bruiser Set spielen? Weil ich glaube tatsächlich in dem Game, mit den Champions, ist doch, also, ich meine, da brauche ich ja gar nicht spielen mit normalen Assassinen Set, oder?
gegen den ihre Champions. Ich würde jetzt sagen, so Cleaver Shojin vielleicht. Cleaver Shojin? Können das nicht fighten, Alana. Shit. Wir können bitte eine Wave rausbrücken am Bot Roman, aber die sind leider schon fertig mit dem Play. Regrets. I had a few. Bro. Also, Leute. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber das war ja komplett obergeil gespielt, ja. So. Ich hätte leider mein Dings nicht ready. Ha? Ich meine, es war ein Execute, okay? Es war ein Execute, alles easy. Es war ein Execute. Cleaver, I guess? Ich hab keine Ahnung, was du in so einem Game baust auf Set. Die haben Zion Tamkench Graves. Like, what the fuck do I build hier? Ich glaube, ich gehe legit full, also so Cleaver-mäßig. Okay. Nice. Was hältst du von der Sache mit P. Diddy? Ich weiß ehrlicherweise nicht, was da los ist. Ich hab das nur überflogen in den News. Der hat ja irgendwie so Partys gemacht, ne? Wo Dinge passiert sind. Aber was genau da passiert ist oder die Vorwürfe sind oder was man jetzt schon weiß, ich habe keine Ahnung. Da habe ich mich echt nicht gut informiert, muss ich ehrlich zugeben. Habe ich mich einfach nicht gut drüber informiert. Theoretisch gibt den Killen auf seinem Weg zu den Raptoren, ne? Oh nein, hier war ein Wort. Wow, er hat mich so outplayed. Der Graves. Er hat mich so rangenommen gerade. Der Sion kriegt oben den First Turret und ich habe die ganze Midwave gedroppt währenddessen. Scheiße, Mann. Der hat mich gerade so rangenommen, ne? Oh, jetzt bin ich actually gut behind Mitte. Wir hatten so eine schöne Anfangsposition. Actually gut outplayed. Schade, Mann. Das Game sieht also nicht mehr so gut aus für mich jetzt. Ich will eigentlich mit Turret porten, weil da gibt es ja jetzt vielleicht die ganze Kombo auch nicht. Und wir wissen ja, dass Syndra also im Early tatsächlich eher noch schwach ist. Das heißt, dass die halt solide im Game dabei ist, ist kein gutes Zeichen. Ne? Wir wissen alle, wie broken Syndra ist hier auf dem Kanal. Wir wissen alle, wie broken sie ist. Das ist unser absoluter der absolute Helfer-Champion, mit dem wir all unsere LP machen. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich auf allen Servern, auf denen ich gerade bin, climbe, Syndra. Syndra ist immer mein Most Played Champion und ich habe immer 90% Winrate auf der. Das ist tatsächlich, also das ist crazy. Nice Hüt, Twitch Chat, let's go. Das ist mehr, was wir sehen wollen hier. Wir gehen weiter Richtung Cleaver. Ist Zed gut im Late Game? Ich glaube, Zed ist statistisch gesehen nie gut aktuell. Wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, Zed ist leider statistisch immer schlecht.
Das ist ein cooler Champion, okay? Das ist cool. Ja. Wenn die meisten AD-Midlane-Champions sind allerdings statistisch nicht gut. Das darf man immer nicht vergessen, finde ich. Also auch so, ich glaube, so Qiyana und Talon und so haben, glaube ich, auch keine guten Winrates. Obwohl sie ja gut sein können, wenn du sie halt perfektionierst, weißt du? Wenn du gut bist auf diesen Champions, wenn du dir die Zeit nimmst, wenn du improvest auf den, wenn du halt einfach ein guter Spieler auf dem Champ bist, dann kannst du mit denen natürlich carryen, dann kannst du mit denen natürlich Samen machen. Ganz schön getunnelt, Jungs, ja, ne? Und back to base. Es gibt nichts Schlimmeres als deine Irelia. Ich verstehe einfach nicht, wie meine Irelia so schlecht sein kann. Das ist wirklich was, was ich... Also, da muss ich ehrlich sagen, ich kann das gar nicht verstehen, wie die so schlecht ist. Weil ich die wirklich, ich habe ja wirklich versucht, die zu trainieren und mich auf der zu verbessern und ein bisschen, also ein besserer Irelia-Spieler zu werden. Aber meine Irelia ist wirklich, das ist ein Verbrechen, wenn ich die picke und ich sollte mich wirklich schämen. Ich zerstöre meinen Teammates da immer die Games mit. Nice. Kriegt er das Nice-Try von mir mal, Chat? Der einzig wirklich gute Ademiller wird jetzt wieder gebufft. Wie? Ich meine, Yone und Yasuo werden gebufft. Und die sind beide gut, glaube ich. Aber das ist halt bei diesen ganzen AD-Champions Mitte. Ich finde schon, dass das spielerische, individuelle Level, das du haben musst auf denen, um Games wirklich zu carryen, ist sehr viel höher auf diesen Champions. Im Vergleich zu den meisten Mage-Optionen. Jeder Depp kann Syndra spielen und kann Leute one-hitten. Du leitest das mit dem Stun ein, du hast praktisch keine Skill-Expression, finde ich. Aber bei so Yasuo, Yone und so, das ist ein bisschen, die sind schon ein bisschen kniffliger. Wer ist denn der Graves? Der hat vorhin was im Altchat, der hat vorhin im Altchat getrashtalkt, deswegen ich dachte, ich trashtalk jetzt mal zurück bisher. Wie viele Worlds-Spiele hast du schon getroffen? Wir können nach dem Game über die Liste gehen. Wir haben schon eine Menge Games gespielt. Ich bin ja auf über 50 Games schon. Und wir haben natürlich schon eine Menge Leute. Also wir gehen gleich nach dem Game, können wir einmal über die Liste gehen gemeinsam, okay? So. Wir kriegen halt sehr viel währenddessen auf den anderen Lanes. Ne? Das heißt, ich hätte wahrscheinlich schon noch probieren sollen, die noch länger hinzuhalten da. Jetzt die nächste auch noch reinpushen. Ja, ein bisschen risky theoretisch, aber wir sollten fein sein. Gehen wir einmal kurz zurück hier.
Also immer noch 0. Was? 0 Pros? Schau doch mal auf die Liste, die ist oben angeheftet. Wir haben uns da extrem Mühe gegeben, beziehungsweise der Anno hat sich da extrem Mühe gegeben. Ich kann euch die einmal zeigen, ne? Also wie ihr hier die Liste sehen könnt, gibt es insgesamt 20 Teams und 121 Accounts, von denen wir wissen. Und wie ihr hier sehen könnt, alle Leute, gegen die ich gespielt habe, sind praktisch hell erleuchtet, ne? Guck mal. Oh, ist das nicht krass? Läuft super. So, dann lass doch einmal ganz kurz hier. Dann lass doch mal einmal ganz kurz hier weiterschauen. L-Point, vielen lieben Dank für den Support. Willkommen. Die Worlds haben noch nicht mal angefangen. Das stimmt, ja, tatsächlich. Also, es ist nicht ein Weltuntergang, weil wir halt noch sehr. Also, die fangen ja jetzt auch erst an zu spielen. Und sie sind tatsächlich auch elo-technisch einfach noch nicht hoch genug, um gegen uns spielen zu können. Das darf man, finde ich, auch nicht vergessen. Mhm, exzellente. Wenn ich jetzt einfach von hinten an die Syndra ranschleiche, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die hier ein Wort hat? Bin tot. Oh mein Gott, da sind überall Leute. Warte, wie kommen wir hier raus? Wird das Pop gezündet? Let's fucking go! Get blown, boys! Ja. Hat der Jin wohl schlecht gespielt? Naja gut, das hat, also wenn, er darf mich halt nicht auto-attacken. Er hat mir den einzigen Ausweg praktisch gegeben, weil er mich auto-attacken musste für einen Damage. Wenn er mich nicht auto-attackt, bin ich einfach tot, weißt du? Das war die einzige Chance, ihn zu killen. Oh mein Gott. Scheiße. Ich hätte das echt hier outplayen können, wenn ich ein bisschen besser wäre. Ah, schade. Schade, Leute. Ich hätte dann actually outplayen können. Wir haben sogar gesehen, wie er die Trap da geplaced hat, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Ist das nicht der Set, der auch Faker geklappt hat? Der Scott dem Raibois. Radioaktiv und der Alpenföhn. Willkommen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Ah. Alright. Let's fucking go, Leute. Nice, der kommt sogar raus, ja. Wir können einmal über Mitte laufen und vergucken, ob wir Rabenstark abholen können. Wir können ansonsten auch Botlane. Ich meine, eigentlich will ich Botlane gehen, weil ich TP noch abhab, ne? Die haben gerade einen Blue. Set ohne Blue ist sehr viel schwächer, by the way. Also wir sind sehr schwach ohne Blue Buff. Mhm, gucken wir mal. Okay. Ja, Graves pusht Mitte. Wir werden vom Red Buff ziemlich stark geheilt hier auch. Das heißt, wir sollten den hier bekommen können, den Graves. Ich kann die Pflanze nicht hitten, ne? Nur geht die Reise jetzt hin, Bro. Jetzt porten wir da rein und holen uns Ravenstag. Let's go, Leute. Look at these boys. Oh, ist ja Ravenstag schon. Wahrscheinlich wäre der Kill natürlich auf die Syndra ein bisschen besser gewesen. Ne? Und habt ihr gesehen, wie sie so verzweifelt auf mich zugelaufen ist, weil sie versucht hat, mich zu ulten. Und du merkst bei einem Syndra-Spieler, die richtig dieses ne, wenn sie versuchen, mit der Ult an dich ranzukommen und sich so langsam dir annähern und sie wollen einfach ihren Button drücken, weil sie sonst keine Arme haben. Das kenne ich von mir auch, dieses Gameplay bisher. Die wollen, sie versuchen noch den Button zu bekommen. Aber wenn du dann einfach so schön außerhalb von der Range so ein bisschen rumtanzt, weißt du,
Die Seite ist mega gemacht, da muss man den Ersteller loben. Ja, Anno ist ein absolutes Biest, wenn es um solche Seiten geht. Ich meine, aktuell sieht es halt so aus, als könnten wir keine Worlds-Spieler treffen, was ein bisschen awkward ist, aber ja. Auf der positiven, in positiven News habe ich hier einen Magerquark wieder mal, Leute. Let's fucking go. Mit Nüssen. Argon war so deprimiert heute. Ich glaube, jetzt hat er einen großen Winning-Streak gerade. Ich glaube, er kann heute Diamond 1 schaffen. Master meine ich. Ich glaube, er kann es heute schaffen. Oh, nicht Rabenstag. Der hat wirklich kein gutes Game hier. Eine absolute Legende, der gute alte Rabenstag. Aber mit Firefreak im Team kann selbst Rabenstag nicht carryen. Man muss halt einfach einsehen, ne? Selbst der beste Spieler hat keine Chance, wenn man so wenig aus dem Jungle kriegt. Okay. Wäre Conqueror nicht besser hier? Auf jeden Fall, ja. Aber ich habe während dem Stream über irgendwas geredet. Über Jujutsu Kaisen habe ich geredet mit meinem Chat. Und. Kannst du dich irgendwie vor mir stellen? Please, guys. Oh, no. Oh, no! Rabenstag! Was ein Schuss, Und ich habe mich nicht gut konzentriert, wollte ich sagen. Ich habe mich nicht gut konzentriert. Ich habe einfach mit dem Chat über Jujutsu Kaisen geredet. Warum hat Panda-Sun so wenig Screentime, Leute? Macht mich irgendwie traurig. Das ist der beste Charakter by far. Ich will diese anderen Charaktere will ich gar nicht sehen. So. Aber Panda-Sun, weil der hat ein Herz aus Gold, wisst ihr? Bip. Okay, so. Also, wen honor wir denn hier? Timo hat gut gespielt, Skana hat gut gespielt. Und die haben alle auch beide gut gespielt. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Okay, Velkos. Herzlichen Glückwunsch. So. Noch ein Win für Diamond 1. Und dann beginnt die Aufholjagd nach Argorin, Leute. Gehen wir rein. Jetzt lasst uns einmal die neuen Patch Notes anschauen hier für den nächsten Patch. Und wo sind die neuen Patch Notes, Leute? Blocks oder Frogs on? Wer hat die gepostet? Ich glaube Frogs on, oder? Wer hat denn die gepostet? Ich glaube, es war Frogs on. Ja, genau. Das sind die neuen Changes, Leute. Also, wie ihr sehen könnt, wird Aphelios gebufft. Das ist okay. Caitlyn buff ist okay. Corki buff ist okay. Lee buff ist okay. Pantheon buff weiß ich nicht, ob sein muss. Ich glaube aber so Pantheon driven Tryndamere. Tryndamere buffs sehe ich persönlich auch immer sehr ungern, aber die strugglen gerade, glaube ich, alle Winratio technisch. Und für mich sehr unverständlich Yasu und Yone buffs. Beide kriegen 10% mehr Q Crit Damage und kriegen Armor Pen und Crit. Und die Idee dahinter ist, glaube ich, dass man Yasuo und Yone mehr forcen möchte in den Crit-Playstyle. Wisst ihr? Und weil aktuell wird ja Yone wird so gespielt, du baust Blade into Stridebreaker zum Beispiel. Und ich glaube, die wollen ein bisschen mehr Power-Level pushen in den Crit-Build. Aber ich glaube nicht, dass es so funktioniert, weil du gehst ja tatsächlich 100% Crit, aber auf 3 und 4, weißt du?